von der Frau quasi, ne? Aber kann Nee, jeder nee, rein ich meine jetzt interpretieren. die Dings. Ach, ich muss das mal wieder einmal. Also ich muss mal wieder in Baum, what the fuck, ein Bild Im davon Baum. haben und dann zeigen. Muss erst ein paar Aber Strafhandlungen Marc, zurück zum Thema, weil ich möchte dich wirklich verstehen. Ich möchte Ja. quasi deinen Werdegang, deine Überzeugung quasi verstehen. Jetzt erklär Ja. mir trotzdem, ich frage dich nochmal, was gibt es in eurer Schrift, in der nordischen Mythologie, wo du sagst, es Ja. ist die absolute Wahrheit? Du hast jetzt erzählt, Das ganz sage ich kurz doch eine nicht. Kurzfassung. Wie, was? Ich sage nicht, dass es die absolute Wahrheit ist. Sondern? Sondern ich, wie ich vorher auch gesagt, ich glaube an die alten Götter. Ich fixiere mich auf Odin und Thor und so weiter. Ja, das stimmt. Aber ich bin der Meinung, dass alle anderen alten Götter existieren und ihr Volk leiten. Aber ich bin ein heftiger Gegner, oder besser gesagt, ich mag den jüdischen Gott nicht und würde auch behaupten, dass er nicht existiert, aber ich kann das natürlich nicht Warum? beweisen und bla bla Warum? bla bla bla. Erklär mal, Aber das warum du ist. den jüdischen Gott nicht magst. Erklär mir mal. Das würde mich jetzt interessieren. Der jüdische Gott ist ein Lügner. Er behauptet, dass er die Welt erschaffen hat, obwohl er das nie war. Okay, Niemand hat von ganz Yahweh kurz Fakt. Du kannst gleich geredet. weiterreden. Ganz kurz. Ja. Aus der nordischen Mythologie, gibt es da irgendeine Quelle, wo man über den jüdischen Gott im Geschlecht spricht? Oder ist das deine eigene Meinung? Deine eigene Sicht? In der, als bevor die als die Germanen christianisiert wurden, dachten sie, dass dieser jüdische Gott ein Gott von ihnen wäre, sagen wir mal so. Aber dann haben sie gesehen, wie sein Volk, also das Volk des jüdischen Gottes, handelt und was die da machen. Dann haben sie gesagt, das sind Lügner und Untermenschen. Das ist nicht meine Interpretation. Das ist deren. Das ist, was sie sagen. Und Odin sagt auch, dass es viele schlechte Menschen gibt und viele gute Menschen gibt. Und viele Menschen sind weniger wert als, Hat er aber auch über ja. schlechte Götter gesprochen, wie zum Beispiel der jüdische Gott für dich? Da, ich habe darüber noch nichts gelesen, So, kann weil sein, du kann gerade nicht eben sein. erwähnt hast, der jüdische Gott ist ja sowieso quasi ein Dorn in dein Auge. Jetzt frage ich mich nochmal, kommt Ja. diese Überzeugung eher von der nordischen Mythologie oder ist es wirklich deine Sicht, deine Meinung, dass du irgendwie was gegen den jüdischen Gott hast? Das würde Ein mich jetzt interessieren. bisschen beides, ein bisschen Aber wenn du beides. beides sagst, dann erklär mir wirklich aus der nordischen Mythologie, woher kommt das? Aber du hast gerade über schlechte Menschen gesprochen, aber er ist ein Gott und kein Ja. Mensch. Jetzt erklär mir mal, wo das steht, dass Odin gesagt hat, schlechte Götter, bla bla bla. Ich brauche so eine Quelle, damit ich dich verstehe. Weiter. Also, wenn du jetzt so irgendwo in einem Buch, wie ist das, da steht nirgendwo, der jüdische Gott ist schlecht, bla bla, und das hat Odin gesagt. Nein, aber er hat halt damit schon angedeutet, dass einige sogenannten Götter schlecht sind mit Sogenannte dem. Götter oder Menschen? Du hast wohl Menschen gesagt. Ja, genau. Mit sogenannten Göttern, als er den Riesen Ymir getötet hat und ihn geschlachtet hat, weil er auch ein Tyrann war, genauso wie Yahweh. Aber dann ist es deine eigene Interpretation, weil ich habe das noch nicht Ja, gemacht. Ich habe okay, sehr dann viel. eben, Wag, dann guck mal. eben, ja. Nee, nee, nichts gegen dich, guck mal, Wag. Ich habe sehr viel auch mit Deutsche zu tun, wirklich, die auch wie die an die nordische Mythologie glauben. Also ich kenne mich in der Hinsicht gut aus, nur nebenbei. Und ich rede sehr oft darüber, weil ich das ja verstehen will. Ich lese ja auch über andere Ideologien, also nicht jetzt über das Christentum, Islam. Also sogar die nordische Mythologie hat mich auch sehr, sehr interessiert, ja. Die Geschichte der Germanen, der Indogermanen, diese Völkerwanderung, die Sprache, bla bla bla. Jetzt frage ich mich nochmal, Wag, weil es mich einfach nur interessiert. Ja. Es ist deine eigene Überzeugung, dass Yahweh quasi für dich ein falscher Gott ist, ein Jetzt schlechter Gott ist. so ja, aber jetzt so ja, Ich aber vermute, Wag, Dings. ich vermute, es ist vielleicht in deinem Unterbewusstsein, dass du einen Hass quasi gegen Juden hast, durch deine politische, eventuell, guck mal, eventuell Ja, politische Haltung, das stimmt. Das ist dass nicht du sie unterbewusst, das ist projizierst. bewusst. Genau, du projizierst es quasi dann direkt auch auf seinen Gott, auf den Glauben. Das heißt, wenn du überzeugt Nee, bist, nee, das stimmt nicht. wenn du überzeugt bist, guck mal, erwartet, wenn du überzeugt bist, aus politischer Sicht Ja. und ideologischer Sicht quasi, dass du sagst, Ja. der Jude ist so und so, sein Ja. Gott genauso, so und so, bla bla bla, dann musst du Ja. sagen, es hat jetzt mit der nordischen Mythologie nichts zu tun, weil du tust es interpretieren, sagst, ja, man könnte es sagen, Götter, aber er meint eigentlich Menschen, aber man könnte, nein, 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 nee, Bruder. Weil du redest jetzt über die Wenn du das nordische sagst. Mythologie, die aber explizit nicht über den jüdischen Gott spricht oder über andere Götter, sondern über schlechte Menschen. So, das heißt, du hast eine politische Sicht,
die abgeneigt, also du bist quasi sehr abgeneigt von einem Juden, Ja, von stimmt. Semiten. Nee, du Nein, kannst nicht ehrlich sein. Semiten, Juden. Juden, Nicht okay, Semiten, sorry, ich sorry. meinte Dann Juden. machen wir Juden, genau. Also verstehe mich nicht falsch, Das ist also ich nicht habe auch nichts dasselbe. gegen dich, ich will dich nur verstehen, auch für die Zuschauer, die hier zuhören. Ich möchte Ja. nur quasi deine Ideologie oder deine Sicht der Dinge einfach nur verstehen, weil jetzt haben wir Ja. herausbekommen, dass es eigentlich deine politische Sicht ist Auch, ja, aber und nicht irgendwie eigentlich auch deine nicht. nordische Mythologie, weil du tust sie gerade in ein schlechtes Licht bringen für Nein, deine nein, also Geschwister, wie meine ich gesagt, jetzt. ich habe, wie ich gesagt habe, niemand, also nirgendwo steht, der jüdische Gott ist so und so und bla 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 bla. Aber wenn du es dann halt so drehen möchtest, dann von mir aus ja. Aber es ist nicht unterbewusst, sondern bewusst. Bewusst, Und genau. es Das ist heißt, du hast auch was gegen ihn. ja. Weil er der Gott der Juden ist. Nein, weil er ein Lügner ist. Okay, und wie kommst du drauf? Erklär das mal. Wie kommst du drauf? Jahwe, wir sind uns eins. Jahwe ist, Je also Jesus ist Jahwe, ne? Genau. Jesus hat gesagt, dass er das Böse vernichten wird. Und er hat es nie getan, verstehst du? Keine Ahnung. Also ich sehe immer noch das Also er hat es Böse. nie, also hast du die Bibel gelesen? Zum Teil, ja. Ich weiß, von was Hast ihr du auch. redet, wenn ihr redet Vater, Sohn und Nee, bla und es bla. geht Ich nicht um kenne die diese Trinität. Dinge. Du hast gerade was Ja, gesagt. Du hast gesagt, dass Jesus ja. nie das Böse getötet hat oder besiegt hat oder wie auch immer, ne? Ja, genau, er hat es nie getan. Genau, lies mal kurz vor, was der Haro da gezeigt hat. Danach könnt ihr weitermachen. Guck mal, mein lieber Odin. Ja. In 4. Mose 23, Ja. in Vers 19 steht selber, da sagt Gott über sich selbst in seinem Wort, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Ja, okay. Also er sagt über uns, dass wir eigentlich alle Lügner sind. Wem soll ich jetzt vertrauen? Gott oder dir? Ich vertraue lieber meinem Instinkt, der mir sagt, wenn jemand etwas behauptet zu machen und es nicht Aber tut, Mensch, dass er lügt. Tiere, aber ganz kurz, Tiere haben einen Instinkt. Menschen haben einen Wille, haben einen Verstand. Das musst du jetzt unterscheiden. Ja, ein Instinkt haben Tiere. Die gehen nach Ja, ihrem okay, dann Instinkt. nehme Die ich sind in Verstand. eine. Nee, das muss man klarstellen. Ein Instinkt, Bruder, ist, wenn du quasi reagierst, ohne nachzudenken. Automatisch. So, aber ein Mensch hat einen Verstand und einen Wille. Also, wenn du sagst Instinkt, dann muss ich dir da Ja, widersprechen, weil du bist kein Tier. dann eben Verstand. Mein Verstand sagt mir, wenn jemand etwas behauptet zu machen und es nicht tut, dann lügt er in dem Fall. Also, Das ist dann. ich kann dir sagen, Odin, für dieses Thema, was du gerade so, das ist ja sehr generell gesprochen. Erst hast du gesagt, ihr glaubt ja, dass Jahwe Jesus ist. Ne? Also Ja. du willst Mathematik machen, du willst uns Nein. Fragen stellen, damit wir ja sagen. Und danach, er hat ja gesagt, dass er den und den besiegt und hat er nie gesagt. Weißt du, wie lang so ein Gespräch eigentlich dauern kann, wenn wir darüber reden, wie viele Geschichten es gab, wie viele Völker getötet wurden, wie viele Aufträge der Herr Jesus Christus seinem Volk gegeben hat, wie oft sie gesündigt haben, wie oft sie bestraft wurden und wann der Herr Jesus Christus Mensch wurde und hat alles über sich ergehen lassen, ja, als Lamm Gottes und dann auch später gesagt hat, dass er kommen wird als gerechter Richter und er wird auch die Sünde richten und auch jeden, der böse ist. Weißt du, wie lang solche Gespräche gehen und du sagst einfach in einem Satz, ihr glaubt das so? Er hat irgendwas nicht getan und fertig. Solche Gespräche können wir bis nächstes Jahr führen und über alle Geschichten durchgehen, wo der Jesus Christus auch ganz klar böse Völker hat besiegen lassen. Er wird nur mal nochmal kommen und er wird dich richten, wenn du deine Knie nicht vor ihm beugst. Dann wirst Das du in habe ich den doch Feuer getan. geworfen. Das habe ich doch getan. Moment, Moment. Du hast eben ganz am Anfang deine Geschichte erzählt, dass du gefragt hast, ob es ihn gibt. Ich sage dir jetzt, dass Gott dir schon geantwortet hat, indem er zulässt, dass du immer und immer und immer wieder in christliche Streams gehst. Nicht damit du deine Position uns erzählst, weil das ist Götzendienst, was du treibst, Was sondern er was denn? will dir immer wieder zeigen, hier ist die Antwort von deinem Gebet. Und das merkst du ja gerade nicht. Nein, warte kurz, ich verstehe doch schon, denn ihr sagt alle, also dass ihr sagt, Guck mal, vieles worauf sollen wir sind warten? gut. Du kannst jede Sekunde sterben. Nix warte Was? kurz.
Natürlich Du kann ich kannst. jede Sekunde sterben. Aber war, kannst du ihn Warum kurz sagst du folgen? dann Hast du, warte? Warum sagst aber du dann hast du warte? jetzt, ganz kurz, Bruder, hast du jetzt Harun verstanden, was er dir damit sagen will, das Ich war? weiß schon, ich wusste das Weil schon, dass er damit frag kommt. dich mal, Ja, ich Bruder, kenne das. Bruder, guck mal, frag dich mal, wieso Ja. bist du immer in christlichen Streams drin? Weil ich Oder einige in Christen mag und sogar in was? muslimischen Streams habe ich dich schon öfters gesehen. Ja, So, natürlich. jetzt Ich ist die frage halt Frage, nach. jetzt ist die Frage, du musst ja irgendwas innerlich haben, ein Drang und ein Interesse und Ja. irgendwas führt dich zu einer diesen Glaubensrichtungen. Das heißt, Ja. du suchst vielleicht nicht speziell das oder das, aber du suchst nach einen wahren Gott, nach einer monotheistischen Glaubensrichtung. Das Nach sowas stimmt suchst du. nicht. So, weil wenn das dich denn nicht interessieren würde, würdest du dich da nicht quasi Das aufhalten. stimmt nicht. Das stimmt Bist du nicht. in hinduistischen oder buddhistischen oder in Ja. zoroastrischen, jesidischen Streams drin? Ja. Und was spricht er so darüber? Ich war bis jetzt nur über die Hindus und die Hindus haben mir erzählt, dass viel korrumpiert wurde durch die Engländer so und durch die Inquisition, durch die Nein, Kolonisation und so es geht nicht um weiter. das Volk, sondern um den Glauben. Mir geht es um den Ja, Glauben, genau, Hinduismus. mit dem Ja. Glauben. Und haben gesagt, dass der Hinduismus, ich bekomme diesen Namen nicht ausgesprochen, aber es heißt eigentlich nicht Hinduismus, sondern irgendwas anderes. Und die haben Okay. gesagt, dass der Glaube eigentlich ist über viel Lernen und Lehren. Dass man Menschen Aber weißt zuhört du, und was es im lernt und Hinduismus überhaupt lehrt. geht und was es da überhaupt Und geht, wa? ja, genau, und da gibt es auch viele Götter und man hat da das Konzept der Chakren und so weiter. Und bla bla bla. Aber hast du es auch so ein bisschen verstanden? Weil ich habe den Eindruck, dass du es nicht ganz verstanden hast. Es ist ein sehr großes Thema, aber doch, ich kenne mich nicht so gut aus, aber das, was ich kenne, Die Hindus, guck mal, die da. Hindus haben zwar viele Götter, aber das Prinzip des Hinduismus ist eigentlich ein Monotheismus, weil ihr größter Gott heißt Brahma. Er ist der Herrscher des Universums. Er ist als erste Stelle. Und guck, das wusstest du gar nicht. Das heißt, wenn du schon da dabei bist und zuhörst, dann frag auch, damit du auch wirklich diese Religion verstehst. Jetzt zurück zum Also, Thema Christentum. Du hast ja vorhin was sehr, sehr Interessantes gesagt, ja. Wag, über den jüdischen Gott, der ein Lügner ist. Wie kommst du Er ist drauf? der Zeig mir eine größte. Quelle. Okay. Erstens, wir sehen, dass also der jüdische Gott, wenn ich vom jüdischen Gott rede, rede ich von Jahwe. Ich rede nicht von irgendwas anderes. Sondern die Juden haben ja immer ihren Gott, ne? Und als ich durch die Geschichte gegangen bin, habe ich gesehen, dass die Juden sehr oft lügen und sehr viel Unruhe stiften zwischen den Völkern. Wie nennen wir das? Sie haben immer gelogen und so weiter, Wie alles kommst du drauf? Aber verdreht, wie kommst du getäuscht, drauf? gestohlen. Kannst du ein Und Beispiel geben, Wag, damit wir es ein nachvollziehen können? Beispiel, Ja. ein Beispiel jetzt so nicht, warte kurz. Doch, doch, doch. Zum Beispiel das mit den, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Der Holocaust zum Beispiel. 6 Millionen. Das hat so nicht stattgefunden. Also bis zu meinem Wissensstand. Es waren höchstens 200 bis 300.000, wenn ich mich irre, da ich noch die KZ-Auflagen habe. Das war sehr interessant zu lesen, zum Beispiel, was die da gelabert haben. Und der Fakt ist, dass Juden, also religiöse Juden, vor allem ethnische Juden, keine Ahnung, aber religiöse Juden, dass die immer reich sind. Verstehst du? Solche Dinge. Woher Solche kommt dieses? Dinge. Ja, ganz kurz. Woher kommt dieses immer reich sein? Die sind, wenn ich mich irre, waren das immer schon Könige oder Banker. Oder hatten Okay. irgendwas mit Steuern zu tun. Wo ist jetzt das Problem? Ja, Das das wollte Problem ich auch ist gerade da fragen. Steuern. Warte kurz. Das Problem ist, dass die Banken auch Lügner sind und dass die Banken, also die Menschen, die mit Steuern oder mit Zinsen handeln, auch Lügner sind. Okay, und genau, wenn du jetzt sagst, die kommen ja selber, die waren Könige, schon damals, keine Ahnung, Adlige, was auch immer, deswegen sind die bis heute noch quasi mächtig und haben Geld. Jetzt ist die Frage für mich, Wag. Jetzt ist für mich die Frage. Jetzt sagst du Ja, plötzlich, die Banken sind auch Lügner. So, es ist natürlich. aber es ist immer noch keine Antwort. Du hast gerade selber gesagt, die Guck waren ja mal, früher guck selber mal. Adlige und Könige. Guck mal, guck Ja. mal, guck mal. Wag, wag. Guck mal. Du hast gerade was ganz Schlimmes gemacht und das ist eine Straftat, ne? Das weißt du. Was denn? Du hast gerade etwas geleugnet, was passiert ist.
Ich leugne nichts. Ach so, also du willst deine Aussage, du kannst sie noch korrigieren. Du kannst sagen, Ich habe ja dass du. gesagt, nach meinem Wissensstand, Nein, und nein. das wäre höchstens, warte, du hast, Hat es das den wäre. Holocaust gefehlt? Hat der stattgefunden, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Okay, dann Boah. sag, ich weiß es nicht. Guck mal, ich erzähle dir jetzt, warum Das wir wäre Menschen höchstens Lügner eine sind. Relativierung, nicht keine Ja, und du Verleugnung. wirst. Nein, nein, guck mal. Die Leute können dich jetzt anzeigen. Aber pass auf. Das können wir. Das, Okay. guck mal, wegen dem Lügner. Ja. Ne? Wir zeigen dir jetzt, wer ein Lügner ist. In Okay. Augen des Gottes. In Augen. Von dem Verstand Gottes her, also vom Worte Gottes her. Wer an den Sohn Gottes glaubt, Ja. der hat das Zeugnis in sich. Ja. Hier steht nicht, dass du an Odin glauben sollst. Hier steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht Ja. glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Du hast ihn Okay. zum Lügner gemacht, mein Lieber. Du. Und deswegen bist du die ganze Zeit in diesen Streams, weil Gott die Welche ganze Zeit dir Streams? auch antwortet. Ja, jetzt gerade. Ah, okay. Gott möchte, dass du gerettet wirst. Ja, und da ist dein Eigentor. Du bist selbst ein Lügner. Guck mal, Nein, ich kann ich dir habe noch nicht eine Stelle gelogen. zeigen. Nein, Gott sagt das, damit du gerettet wirst. Ah, Damit okay. du umkehrst, damit du erkennst, dass du ein Sünder bist. Die Frage nochmal. Wenn du nicht an ihn glaubst, an den Sohn Gottes, Ja. bist du ein Lügner. Glaubst du, dass du ein Sünder bist? In meinem Glauben gibt es kein, nicht dieses Konzept der Sünde wie bei euch, aber Pass auf, pass wenn auf, man das pass jetzt auf, ins Objektive zieht, dann pass auf. laut Ja. deinem Glauben schon. Genau, laut meinem. Und hier bist du nochmals als Lügner ertappt. 1. Johannes 1, Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Du hast gerade zweimal bewiesen, dass du Gott zum Lügner machst und du selber der Lügner bist. Und Gott ist Wo kein habe ich Lügner. Gott zum Lügner gemacht? Ich sage doch nur, Weil du gesagt was hast, ich dass du nicht gelesen habe. gesündigt hast. Weil du gesagt hast, dass du kein Sünder bist und dass du den Sohn Gottes nicht glaubst. Ich hab doch gesagt, laut deinem Glauben, ja. Okay, Wag, eine nächste Frage. Okay. Guck mal, du hast eben die Antwort schon gehört. Wir möchten dich jetzt aufrichtig fragen, damit das Thema auch beendet wird. Möchtest du denn jetzt, wonach du gesucht hast vor ein paar Monaten, mit Ja. diesem Gott, der dich liebt und dich von all deinen Sünden reinwaschen will, möchtest du dich zu ihm bekehren und von deinem Odin loslassen, von diesem falschen Gott? Warum ist er ein falscher Gott? Hä? Odin. Ja. Ist, guck mal, Odinson, dein Name heißt ja schon so. Odinson, das hast du ja gerade selber zugegeben, was dein Glaube ist. Es ist Mehrgötterei. Und der Ja, Herr Jesus natürlich. Christus sagt, dass es nur einen wahren Gott gibt, den du zum Lügner genannt hast, ja, Okay. der dich aber Lügner nennt, weil du nicht Okay. an das Zeugnis glaubst. Und er Welches duldet Zeugnis? neben sich, dass Gott Mensch wurde in dem Herrn Jesus Christus und für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist und dass sein Blut deine Sünden reinwaschen kann. Alle Okay. anderen Götter sind vom Teufel, das heißt vom Satan und vom Widersacher. Und du betreibst Götzendienst mit Mehrgötterei. Und Gott sagt im ersten Gebot, ja, im ersten Ja. Gebot sagt er, dass du nur ihm dienen sollst und keinen anderen Gott anbeten sollst. Und das Das gilt machst aber nur an das Volk Israel, an die Juden, wenn er sagt, Schama Israel, Adonai Das, Nachbar Nachat. ja, die 10 Gebote, sind aber heute noch gültig im Sinne von als ein Spiegel. Das heißt, du sollst in den 10 Geboten sehen, dass du ein Sünder bist und du betest aktuell einen falschen Gott an. Also, das sagst du so, ja. Götter, ja. Genau, Mehrgötterei, falschen Gott, Götzendienst, dann machst du ihn zum Lügner und du Wie sagst, gesagt, ich dass lese ja Gott nur ein Lügner vor. ist. Entschuldigung, was? Hab ich gehört. Haben wir dir deine Fragen beantwortet? Weil dein Herz ist ja zu, du willst ihn ja nicht annehmen, du willst ihn ja nicht Also, ich akzeptieren. habe meine Frage, eigentlich meine ursprüngliche Frage, ja nie gestellt. Ihr habt mich ja gefragt, an was ich glaube und so. Aber Ja, bevor ich genau. reingekommen bin, aber egal. Aber das war jetzt auch am Ende die Frage, ob du, weil wir haben dir das ja bewiesen, dass Gott nicht lügt und dass wir Lügner sind oder waren. In dem Sinne, klar können wir noch lügen. Aber wenn wir an das Zeugnis des Herrn Jesus Christus nicht glauben, was ich dir eben gezeigt habe,
Ja. 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 Dann machen wir ihn zum Lügner. Okay. Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, also an den Sohn Gottes, der hat das Zeugnis in sich, Gottes eigenes Zeugnis. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Und du glaubst ja nicht an ihn, also hast du Gott zum Lügner gemacht. Du hast ihn zum Lügner gemacht. Wie gesagt, das ist die Perspektive des Christentums, die keine objektive Wahrheit darstellt, sondern du liest ja aus einem Buch vor. Okay, das bedeutet, dass du doppelt und dreifach ein Lügner bist, weil du nennst ja von einer objektiven Seite dem Gott, der dahinter steckt, als Lügner. Nein, warum? Ich sage ja nur, was da drin steht und wer wo Aber was du hast noch nicht gemacht mal hat. was vorgelesen, Wag. Nein, ich so, hä? Ja, okay, jetzt so, okay, da habe ich nichts vorgelesen. Aber Also. Jesus, warte kurz, Jahwe hat doch gesagt, oder Jesus Christus, er wird das Böse vernichten. So meinte ich das. Nicht vorgelesen, aber Ja, ja, hast du die Offenbarung zitiert. gelesen? Hast du die Offenbarung gelesen? Wag? Nicht komplett. Dann würde ich dir mal empfehlen, die Offenbarung zu lesen. Dann wirst du sehen, wenn wieder Jesus kommt, dann kommt er als Richter. Und dann wirst Ja, du aber da sehr bin ich vieles tot. lesen, was er mit dem Bösen machen wird. Lies mal die Offenbarung, Warum Wag. hat er nicht sofort was gemacht? Lies mal die Offenbarung, Wag, empfehle ich dir, und dann kannst du gerne nochmal reinkommen und dann können wir wirklich auch wirklich vertieft in die Materie gehen und können wirklich deine Fragen beantworten. Lies mal die Offenbarung und dann reden wir nochmal über Böse, er hat nicht die Böse, der ist falsch, Lügner. Lies mal die Offenbarung. Okay, also ich Danke, bin dass du fast da warst. durch, aber Ja, nee, ja, wirklich, Wag. Ich würde mich freuen, wenn du wieder reinkommst. Lies mal die Offenbarung und dann schauen wir mal. Weil da siehst du Jesus als Richter, okay? okay. Bis zum nächsten Mal, Wag. Christus segne dich, Wagner. Gott segne dich, Bruder. Gott segne. Ja, aber Hanja. Ja, Bruder, ich weiß, Tabletten haben noch gefehlt, oder? Kopf. Nein, also schau mal, Macht ich mag Spaß. ihn ja wirklich sehr als Menschen, das ist ja nicht das Ding. Ich kann seine Ansichten absolut falsch finden, gerade das mit dem Holocaust fand ich, da ging mir echt wirklich innerlich, ich bin kein Semit oder so, ne? Ich komme nicht aus diesem Teil der Welt, aber ich weiß, was ihm für ein Leid angetan worden ist, aufgrund solcher Verschwörungstheorien. Und das ist halt eben ein sehr großes Problem. Bei solchen Themen bin ich auch sehr, sehr, sehr emotional. Ich sage euch auch warum. Ich habe es tatsächlich noch nicht mal gehört, wahrscheinlich weil ich gegessen habe. Aber mit Holocaust und Massenmord und Massaker bin ich sehr vorsichtig. Es gab einen Völkermord in den Aramäer und Armenier. Ja? Wenn so einer zum Beispiel jetzt sagt, das gab es nicht, dann verletzt er auch mich. Ja, genau, Ja. das meine ich so damit. Dann verletzt er auch mich und mein ganzes Volk. So. Weil, Weil wenn jemand schon das wird sagt, verleugnet, Mann, das waren deine Verwandten teilweise, ne? Du hast Richtig. hundertprozentig da einige von deiner entfernten Familie Weil verloren, er ohne dass du es beleidigt nicht nur weißt. Juden, er beleidigt Harut, er beleidigt aber auch mich. Ja? Weil unser Volk wurde quasi massakriert. Ein Holocaust. Und es gibt auch viele Türken, die heute immer noch, also die meisten, die es leugnen. Und jetzt kommt er und er leugnet über den Holocaust der Juden. Das ist Das ist absolut eins zu eins das Katastrophe. Gleiche. Und sowas ist respektlos, verstehst du? Also was geht gar nicht. Ich als Nee, Türke null. habe euch ja auch früher gehasst, habe ja auch immer gesagt, hahaha, Armenier und so und so viele Millionen sind gestorben, hahaha, Aramäer und so. Das waren ja unsere Feinde vom Osmanischen Reich. Natürlich mussten die sterben. So ein krasses Weltbild hatte ich ja auch vorher, ne? Weil ich konnte ja nicht so die Augen öffnen, dass es auch andere Kulturen gibt, dass es auch andere Menschen gibt, die andere Ansichten haben. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man keinen für seine Ansichten töten sollte oder so oder irgendwas anderes mit ihm machen sollte oder vertreiben sollte. Das ist An ja sich, katastrophal. Adlerblick, guck mal, an sich, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Das heißt, du kannst mit mir wirklich, auf gut Deutsch gesagt, über alles sprechen, sogar wenn du ein Satanist bist. Du kannst mir sogar mit mir reden, auch wenn du sagst, für mich ist Satan das Beste auf dieser Welt. Wir können miteinander reden, egal welche Ideologie du folgst. Aber, hier sind 182 Menschen, ja, Personen, die hier zuhören. Und wenn man sowas sagt, finde ich es unverschämt, respektlos und menschenverachtend. Nicht nur mir gegenüber, sondern der ganzen Menschheit, ja? Weil dieses Thema, man muss da sehr vorsichtig sein, weil du verletzt Menschen, die gerade mit dir sprechen, weil du verletzt gerade Menschen, denen es passiert ist. Das ist katastrophal, sowas, Mann. Du kannst doch nicht anderen Menschen, die dort leiden mussten, das Weil absprechen, dass sie dort gelitten haben. Harut, seine Verwandtschaft und meine Verwandtschaft, ja, die haben es erlebt, ihre Uroma und die haben es erlebt, das sind Augenzeugen. Und wenn jemand sagt, es stimmt nicht, dann Dann hat das beleidigt ja er nie mich. existiert. Ihr Leid hat nie Dann existiert. Ihre Probleme haben nie existiert. Das ist richtig. Katastrophe, wenn man sowas Weil macht. es sind Zeugen, verstehst du? Das sind Augenzeugen. Und Augenzeugen lügen nicht. Traurig. Das Das ist ist sehr auch nicht. traurig.
Ich will auch nicht über das Thema jetzt weiterreden, aber es ist halt Dafür muss ich wirklich. kein irgendwas sein, ne? Also du musst ja kein Jude sein, damit du das akzeptieren kannst, dass so etwas geschehen ist. Richtig, Alimor. Wir Dai. Ey, ich bin sauer auf dich, Haro. Du hast mein Fahrrad beleidigt. begrüßen Du hast mein Fahrrad einfach beleidigt. Alimor, Alimor. Alimor, kann ich dich was fragen, Alimor? Natürlich. Ich finde deine Haare sehr, sehr schön, ehrlich. Sind es Danke. echt, ist es eine Perücke oder ist es wirklich echte Haare? Das sind meine echten Haare. Aber die jetzt auf dem Foto, ich habe sie nur weiß gemacht. So weiß sind die nicht. Ach so. Ich habe so graue Haare, aber nicht so viel. Ich habe Weil es nur du erinnerst mich, dunkler. Ich wollte nur alt aussehen. ach so. Weil du erinnerst mich an eine Person. Jeder nennt diese Person Zeus. Ja, da gibt es in YouTube auch Wie? Videos. Zeus. Zeus. Hör doch auf, Mann. Nein, 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 es gibt eine bekannte Person tatsächlich. Ich kenne auch eine, die kommt bei Herr der Ringe vor. Ah, das habe ich gewusst. Ich schwöre dir, das habe ich gewusst. Gandalf. Gandalf. Ich bin der Gandalf, der Weise. Alimor, ich kenne dich jetzt auch von ein paar Streams. Ja. Ich finde auch, du bist eine sehr angenehme Person. Man kann wirklich mit Ja. dir offen sprechen und man Danke. merkt auch vom Intellekt her, du bist wirklich ein belesener Typ. Und man merkt auch, dass Hey, hör du. auf, Mann. Guck mal, der Harut beleidigt mich schon wieder. Was soll denn da? Alimo, was machst du da? Das wusste ich jetzt. Das ist geil. So. Ich liebe euch alle so sehr, Animo. Aber Ich liebe das war dich, geil. Amorange. Ich liebe dich, Bruder Harut. Alle im Team. Sicher Alle gewesen. Das gibt's nicht. Die haben mich einfach kurz mal vor 100 paar Leute voll vernagelt. Echt, ey. Aber du hast tatsächlich nicht weißes Bart, ja? Dein Bart ist nicht weiß, wenn Doch, du dir. doch, Ach doch. so. Nicht so jetzt. Es ist nur ein bisschen weißer, habe ich gemacht, dass ich noch ein bisschen älter aussehe, damit die Leute mir glauben halt. Alimo, darf ich fragen, woher aus der Türkei kommst du? Ich Aus komme welcher aus Stadt? eigentlich Kayseri, aber wir leben in Istanbul. Also schon aus Zentralasien quasi. Ja. Zentralanatolien, sorry. Anatolien, Anatolien. Okay, also Ja, Türke, ja. sage ich jetzt mal, nicht Kurde oder Ja, sowas, ja, ja. Alevite, Türke. Ja, für mich alles gleich, Nee, alles nee, nee, eins. nee, ich will jetzt Ja, irgendwo nur Türke, hinaus. Türke. Was mich jetzt Meine interessiert, Vorfahren sind Kurden, ach aber so. ja, wir sind Türken. Deshalb Aber ich sage weiß ich nicht genau, was du meinst, Adimo. Das wollte ich nie richtig öffentlich machen. Ich bin ja auch halber Kurde, aber wenn ich das jetzt hier öffentlich machen würde, dann würde es heißen, ja, guck mal, der ist so, das ist ein Genau, ich Terrorist und weiß. so. Ich bin aber türkisch groß geworden, Mann. Also mir kann keiner sagen, dass ich Kurde wäre oder so. Über Alimor Ja. wahrscheinlich, ne? Du. Na. Napion, Napion, Napion. Harut, Napion. Harut, ist ein Türkmüslim. Harut. Harut. Ah, Wiedersehen. okay. Wiedersehen. Ganz wenig. Tschüss, Bär. Tschüss. Warte mal, ja. Tschüss, Bär. Weißt du, was ich krass finde? Überleg mal, wir vier kommen eigentlich aus derselben Gegend. Wie alle. Ungefähr, ja. Alle von uns. Aber wir sind Wir unterschiedlich. kommen eigentlich aus demselben Fleck, wenn man so überlegt, ne? Ja, Aber aus der Welt. ja. Geografisch gesehen, ja. Aber Alimor. geografisch gesehen sind wir halt alle wirklich aus Westasien. Ja, genau. Ich habe eine Frage, Alimor. Ja, bitte. Du bist ja, wie ich öfter schon gehört habe in den anderen Streams, du bist ja ein Koranit. Nein, Das heißt, bitte. nein, Sag mir nicht so. es ist nicht böse gemeint. Ich will nur, Weißt du, weil ich warum will ich dir ein das immer Fragen sage? stellen. Ja, bitte. Mutter, guck mal, warum ich das immer sage. So Koranit, Sunnit, Alevit, Nein, nein, nein. Schiit. Ich will Hört nur sich für die irgendwie schon Leute. sektemäßig Ich an. weiß, ich weiß. Ich will es nur Weißt du, was ich klarstellen meine? für die Ich weiß, Leute, was. weil du lehnst Ja, ja die ja. Hadithe ab. Deswegen will ich nur sagen Koranit, weil Ja, du damit die quasi die Leute das Hadithe verstehen. ablehnst. Genau. Mir geht es eigentlich Ja, nur um die ja. Bedeutung, nicht um die Strömung, Ja. sondern nur um die Bedeutung. Also du nimmst nur den Koran als Grundlage. Das heißt, Richtig. alles außerhalb vom Koran nimmst du nichts an. Das heißt, nur der Nein. Koran, das war's. Ja, genau. Genau. Sola Genau. Coranus. So. Genau. Das heißt Anstatt so was zu tun, oder so was zu Kuranas. So, sehr gut. Was mich jetzt interessiert, Alimor, Ja, bitte. es gibt. Ich musste das sagen. Ich musste das sagen. Weil was für mich jetzt wirklich interessant ist, es gibt bestimmte Verse und Suren im Ja. Koran. Das heißt, ohne Hadithe oder Tafsir nimmst du ja auch nicht an, ne? Nein, nein. So, Das. Guck mal,
Animo, lass mich ganz kurz aussprechen. Ich habe gedacht, du bist fertig. Okay. Nein. Wie erklärst du dann bestimmte Suren oder Verse, wenn du keine Tafsire annimmst von Gelehrten? Das heißt, wenn ich jetzt dich frage, wenn jetzt morgen wieder einen, Anführungsstrichen, Koranite zu mir kommt, dann heißt es kann sein, dass er es anders auslegt als du. Kann sein, ja, richtig. Kann sein. Findest du es aber nicht gefährlich? Doch, natürlich. Aber gefährlicher ist doch, wenn ich einem Gelehrten hinterherlaufe, der wo vielleicht Mist gebaut hat. Lieber Jein. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich weiß, dass euer Koran ein bisschen anders ist, weil ich ihn auch schon gesehen habe. Sure 78, Vers 33. Kannst du uns das mal kurz vorlesen? Danke. Du weißt, um was es da geht. Nee, sag mir's. Ach so, dann lies vor, Bruder. Das wäre sehr, sehr nett. Lies du bitte. Ich bin gerade nicht mit Koran hier. Harut, bitte mach mal du. Harut. Aber ich möchte eigentlich, Alimo, von deinem Koran, weil deine Übersetzung, beziehungsweise dein Koran ist ein bisschen anders. Deswegen wollte ich eigentlich, dass du es vorliest. Der Koran ist immer gleich, der arabische ist immer gleich. Das will ich jetzt beweisen, dass dein Koran anders ist als das, was Harut hat. Also gut. Richtig, aber bevor du Harut sagst, ich will erst von Alimo hören und danach liest du es vor, Harut. Ich habe das Türkische. Ist kein Problem, kannst du auf Deutsch dann übersetzen. Nur mal zum Festhalten, Menschen wie Alimo, die sind mir eine Milliarde Mal lieber, zu 100.000%ig, weil er sieht quasi das Grundgesetz trotzdem vereinbar mit seinem Koran, auch wenn wir das nicht so empfinden. Aber er interpretiert halt seinen Koran so, dass er friedlich leben kann. Menschen wie Alimod haben wir absolut kein Problem. Die können ja in einer funktionierenden Gesellschaft wie unsere absolut funktionieren. Aber womit wir ein Problem haben, sind halt eben diese Radikalen, ne, die dann halt... Ja, die 99% die normalerweise. Durch diese Hadith machen sie sich radikal. Ja, aber es kann es so sehen. Also ich finde selber, der Koran selbst ist gefährlich, ist meine Meinung. Ich meine auch. Es gibt auch 1000 andere Verse, aber du hast grundsätzlich recht, die Hadithe tun ihn noch aggressiver noch quasi hinstellen. Ja, das ist wie wenn du noch Benzin noch ins Feuer noch schüttest quasi. So, Hadithe sind Benzin. Abu Kanja, Bruder, guck mal, das ist so. Der Koran ist nicht so einfach, aber er ist auch nicht so schwer. Wenn du dich anstrengen tust, verstehst du eher. Wenn du aber jetzt nur, wenn ich jetzt die Leute höre, wenn da manchmal hochkommen, ja, egal welche das sind, es sind viele auch Araber. Ja. Die antworten, wenn ich die was frage, dann sagt er, der erste Satz, letztes Mal habe ich irgendein, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, auch einer, habe ich gesagt, ich glaube nur an den Koran, da sagt er mir gleich, sagt er mir ein Vers, das kannst du nicht erklären. Dann sage ich, ja, dann lest doch mal bitte, Erklärung heißt ja Tafsir. Tafsir ist ja Erklärung, ne? Genau. Ja. Dann sage ich, lest doch mal mir bitte die Sure zum Beispiel 11.1. Lies sie mir mal bitte, 11.1.2. Der Ding hat bestimmt vor sich, der Harut-Bruder. 11.1.2, was steht da, sage ich zu ihm. Dann kommt er mir mit irgendeinem Tafsir, was den Koran durcheinander bringt. Hey, da steht's doch eindeutig. Der Koran erklärt sich selber mit den Versen. Okay. Abu Kanjer, wenn du mich jetzt was fragst. Ja. Guck, ich sag dir ehrlich, ich kenne den Koran nicht auswendig. Ich kenne ihn auch gar nicht. Sehr gut, dass ich jetzt dir sagen könnte, ich kann dir auf alles eine Antwort geben. Mache ich nicht. Das mache ich einen Fehler, mit dem ich leben muss. Wenn ich vor Gott stehe und er sagt, warum hast du sowas gesagt, dann kann ich ihm nicht antworten, obwohl du es nicht wusstest. Aber das größte Problem im Koran ist ja so, da er sich selber erklärt, keiner von denen, mit denen ihr hier manchmal debattiert, wenn du ihm einen Vers fragst, kann er erklärt sich doch von selbst, hast du gesagt. Richtig. Dann hast musst du gehört, Harut? Mit anderen Versen kommen. Harut, hast du gehört? Er erklärt sich von selbst, ne? Darauf kommen wir gleich. 11.1. Darauf kommen wir gleich. Alimo, aber kannst du kurz Sure 78, Vers 33 kurz vorlesen? Weil dann, wenn wir das abgeschlossen haben, kommt das nächste Thema, er erklärt sich von selbst, weil es gibt da ein paar Sachen. 78, 33. Harut, weißt du. Unzählige Themen. Okay. Ja, genau. Und prächtige, gleichaltrige, weibliche. Lest bei 32 vor und mach bis 34, oder? Ja. Harut, liest du mit für dich, ne? Ja. Also ich lese mal das Deutsche kurz, was ich habe. Okay. Von 32? Ja, bitte alle Leute zuhören. Alle zuhören, bitte. Ab 31, ja. Hey, ihr bringt mich jetzt ganz bis Bakka davor, echt? Mach einmal. 31, okay. Amour. Gewiss
Für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben, umfriedete Gärten und Rebstöcke und die prächtige Gleichart altrige weibliche Wesen. Okay, stopp. Harut, stopp, dein Gesichtsausdruck war ein bisschen komisch, Bruder. Ist irgendwas, Harut? Ich lese mal vor. Ja. Okay. Und ich mache mal das Türkische, das würde ich auch gerne wissen, was im Türkischen, was ich lese von dem Professor, jetzt kommt, was ich habe. Genau, kein Problem. Harut, jetzt bist du dran, bitte laut und deutlich vorlesen, damit alle hören. Gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolges geben. Umfriedete Gärten und Rebstöcke und prächtige, gleichaltrige weibliche Wesen und ein stets voller Becher in 34. Wie heißt deine Übersetzung, Bruder? Von Bubenheim. Bubenheim, okay. Bubenheim, genau. Habe ich glaube auch. Ja, ich weiß. Dieser Koran, der wird meistens benutzt von, ist jetzt nicht böse gemeint, von Koraniten. Der wird auch meistens von Salafisten benutzt, der Bubenheim-Koran. Also Pierre Vogel hat den uns empfohlen, Abul Bara hat den uns empfohlen. So. Also. Ach so, ich habe jetzt nie drauf geachtet. Ja, hör zu. Die meisten Koran-Übersetzungen, was in Debatten vorkommt, was in den Moscheen gepredigt wird, wo in YouTube wirklich jeder darüber spricht, kommt eine ganz andere Übersetzung. Kann sein. Ich sag ja, die Übersetzung kann sein. Was, Bruder? Meinst du von Rudi Paret? Ja, soll ich kurz vorlesen? Warte. Du kommst jetzt mit den zwei Titten wahrscheinlich. Wir kommen gleich. Ach Gott, ey, dieses Buch, ne, das hat mir echt nicht viel Heil gebracht auf dieser Erde. Vielleicht, ja, kommt drauf an, von wem du das gelernt hast. Also ich persönlich sage, dass das die wahren Muslime sind. Warst du Sunnite, oder? Ja, ich war Sunnite, aber einer der ganz schlimmen. Dann hast du für mich sowieso schon fast verloren. Ich weiß ja, dass es auch koranitische Stellen gibt. Ein Kollege von mir ist ja auch Koranit, mit dem ich mich schon seit Jahren debattiere, wo ich schon Sunnite gewesen bin. Ja. Damit eben komme ich so bei ganz, ganz grundprinzipischen Fragen, wie zum Beispiel, wie oft betet er denn am Tag oder wie betet er, wann macht er Sujud? Aber wie machst du dann Sujud? Wie machst du dann Steht auch drin. Bruder, steht drin, glaub mir. Guck mal, du musst ja dir eins vorstellen. Schau her. Woher hat denn der Prophet das alles gelernt? Von wo? Woher hat er das gelernt? Das ist ja mal das Erste. Ich sage, er hat es erfunden. Das ist ja das Problem. Nein, der hat es eben nicht erfunden. Dieses Gebet, was wir heute machen, haben das davor in der Zeit von Jesus die gleiche. Also die haben genauso gebetet, auch die Juden haben genauso gebetet. Der hat es nicht erfunden. Ihm wurde nur gezeigt, wie er das tun soll. Und das steht alles im Koran. Sonst würde er doch das gar nicht wissen. Bist du bereit, Alimo? Wir haben dir. So steht es ja nicht in der Bibel. In der Bibel steht ja nur, dass er auf sein Angesicht gefallen ist. Aber nicht. Leute, ganz kurz. Wir können gleich darüber reden. Bist du bereit, Alimo? Amor. Ja, natürlich. Amor. Natürlich. Bist du bereit? Gandalf. Gandalf. So. Nein, ist ein schöner Name. So. So, ich ändere meinen Namen. Also wenn du jetzt angibst, islam.de als Beispiel. Ne? So, jetzt fange ich an zu lesen. Wahrlich, für die Gottesfürchtigen gibt es einen Gewinn. Gärten und Bärengehege und Mädchen mit schwellenden Brüsten. Altersgenossinnen und übervolle Schalen. Stopp. Ich hörte das gerade perfekt an. Stopp. So. Jetzt könntest du kommen und sagen, nein, es ist eine falsche Übersetzung. Stimmt's? Dann würdest du sagen, was ein Unterschied zwischen den Buchstaben, zwischen richtig. Den Wörtern. Richtig. Dann müssen wir davon ausgehen, der Koran ist verfälscht. Jetzt, was machen wir? Nehmen wir jetzt die schwellenden Brüsten an oder nehmen wir lieber den, dass der Koran verfälscht ist? Weißt du, wie du das rauskriegst? Weißt du, wie du das rausbekommst? Wie? Indem du den Koran gut kennst, komplett. Das sagst du. Aber deine Gelehrte sagen was anderes. Genau deshalb habe ich zu dir vorher gesagt, warum soll ich das von irgendeinem lernen? Ich habe doch den Koran vor mir. Der ist doch unverfälscht, oder? So heißt es doch bei uns Muslime. Stimmt's? Hallo, Alimo. Ich wollte sagen Adolf. Oh, sorry. Alimo, sorry. Alimo, guck mal. Ich schwöre, die machen nicht. Alles wegen diesem Wag, ehrlich. Scheiße, ey. Ich schicke, ich habe Humor. Aber bevor du ihm das sagst, warte. Alimo. Ja.
Der Bruder Sheikh Yabuti, der hat auch noch ein Thema mit dir offen, über die Mutter-Ehe. Dein Lieblingsthema. Komm, hört doch auf, das gibt's doch nicht. Mutter. Das hat doch aber Mohammed so praktiziert. Halt. Im Koran steht doch sowas nicht. Da steht doch, dass man die nicht heiraten darf. Was steht ja, dass die Mutter-Ehe erlaubt ist? Was euch zu Rechts wegen erlaubt worden ist? Nein, wo steht das? Lies mir mal. Lies mir mal bitte, wo steht das? War das Sure 4, Vers, ich weiß es nicht mehr. Es war aber auf jeden Fall in der Sure 4 oder Sure 3. 4, glaube ich. Aber Sure 4, Vers 24, schreibt jemand. Sure 4, Vers 24. Ja, wir können das gleich vorlesen. Ganz kurz, Alimo, ganz kurz. Ja. Mir geht's eigentlich darum, nicht um die schwellende Brüste von Jungfrauen, sondern Fakt ist, da geht es um Frauen. Um Paradiesjungfrauen und überhaupt Paradiesfrauen. Die Frage ist jetzt. Die Huris, ne? Die Huris, ja. So. Ja, und wer sagt, dass es Mädchen sind, dass es Frauen sind, dass es keine Männer sind? Sind das Transgenders oder was sind das? Nein, da steht, guck, das ist ein Araber, der sehr gut Arabisch kann, gibt dir dann eine Antwort. Ja. Wenn er wirklich Arabisch kann, sagt er, Huris hat keinen, also es, ob das männlich ist oder weiblich, steht nicht, steht nirgendwo. Also, wenn da steht, warte ganz kurz, ich habe hier eine andere Übersetzung. Und prächtige, gleichaltrige, weibliche Wesen. So, weibliche, das ist eine andere Übersetzung. Genau. Jetzt frage ich dich, weibliche Wesen. Sagen wir mal, es ist kein Mensch, sondern es sieht aus wie ein Mensch, so weiblich, und das darfst du durchlöchern. Jetzt frage ich dich, Alimor, was ist das für eine Paradiesvorstellung, dass man oben quasi weibliche Wesen, das heißt noch schlimmer, ganz ehrlich, ich wäre froh sogar, wenn es eher Menschen wären. Aber wenn da steht weibliche Wesen, das hast du jetzt gesagt, das heißt, wir müssen davon ausgehen, das sind ja Aliens oder Übermenschen oder so. Nein, das, wie du, guck mal, ich merke, wenn ich euch so angucke, habe ich ja letztes Mal zum Harut auch gesagt, ihr lieben ihr seid ja für mich schon sympathische Brüder. Ihr seid ja für mich schon so nicht. Assalamu alaikum. Ali Mordaye. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Achlul Mutter. Wie geht's dir, mein Bruder? Achlul Mutter. Wie geht's dir, mein Bruder? Ja? Ganz gut. Ganz gut. Wie geht's dir, mein Bruder? Alles gut. Alles gut. Guck, ich muss alles mit hier 1, 2, 3, 4 sunnitischen Brüdern kämpfen. Nein, musst du. Ich muss mit 4 sunnitischen Brüdern kämpfen. Musst du nicht. Warum hier? Alle Morda, wir wollen, musst du nicht. Wir wollen jetzt mit Kuraniten bekehren. Warte ganz kurz, nicht alle durcheinander. Warte mal ganz kurz. Ali Mordaye, musst du nicht, weißt du warum? Du hast ja eine marginale Position. Du bekommst genauso viel Zeit dann auch. Du hast eine marginale Position hier, deswegen bekommst du auch deine Redezeit. Ich habe nur eine Frage zu dir jetzt. Möchtest du dieses Thema zu Ende bringen oder nicht? Welches Thema? Von gestern, was wir hatten. Sag einfach nein, wenn du es nicht möchtest, dann okay, alles klar, dann nein. Achso, das mit der Mutter-Ehe, ja, das wollte ich mir. Erzähl, komm, das machen wir kurz mal zu Ende. Okay, dann sind wir bitte ruhig, dann klärt es. Willst du es zu Ende machen? Okay, ja, klar, komm. Mutter, ja, das will ich sehen. Limo, wir sind fair. In unseren Streams, wir machen niemanden fertig. Problem. Wir machen niemanden fertig. Bei uns ist jeder willkommen mit Respekt. Schau. Aber Bruder, guck mal. Fertig machen gibt es bei mir nicht. Knockout gibt es nicht. Boom gibt es nicht. So reden wir auch nicht. Richtig. Nein, so, rede ich auch nicht. Nein. Wenn du etwas sagst, was ich nicht beantworten kann, liegt es nicht am Koran, sondern an mir. Weil ich den nicht verstehe. Weil ich ein Arsch bin. Fertig. Aber warum? Oder an beides. Dass er ein ganz klares Buch ist. Klar, aber wenn ich denn nicht gut gelernt habe, meine Hausaufgaben nicht gut gelernt habe, dann bin ich daran schuld, nicht der Koran. Deshalb sehe ich das so. Dann bin ich schuld daran. Wenn ich mein eigenes Buch nicht lesen kann und nicht verstehen kann, bin ich schuld daran. Bin ich der Dumme. Sollen wir lieber dann das mit dem Mutter-Ehe lassen, wenn du schon sagst, dass du nicht gut in deinem gelernt hast? Sag mal, ich weiß, dass sowas nicht gibt, deshalb kannst du mir es ja mal zeigen und ich will das mal sehen, wie das da hinten steht. Weil okay, letztes Mal habe ich damit. Okay. Du weißt, dass sowas nicht gibt. Wir sind jetzt alle mindestens 1 bis 5 Minuten ruhig und okay. Sheikh, unser lieber Sheikh aus der Al-Azhar-Universität in Saudi-Arabien. Okay. Weil ich würde nämlich, wenn du sagst, Alimor, wenn du sagst, lassen wir dieses Thema beiseite, dann habe ich nämlich noch ein zweites Angebot an dich. Weil du hast Nein, gerade machen wir doch das. Okay, machen gut, das. Weil dann,
Okay. Du, wenn ich nicht antworten kann, dann sage ich dir, dazu habe ich keine Antwort, aber Ja, es. weil ich, ja, deswegen wollte ich dann dir schon sagen, Nein. weil du hast vorhin etwas gesagt, dass es nur einen Koran gibt, dass er unverändert ist. Ich würde dir dann gerne beweisen, innerhalb einer Minute, dass dein Koran verändert ist. Okay, das will ich sehen. Sollen wir lieber Thema dann zu dem anderen wechseln? Nein, ich Okay, mache gut, doch dann keine zuerst Brötchen. das. Okay, dann Nein. zuerst das. Tamam, okay. Warte ganz kurz. Alles klar, hier haben wir das. Das war vier, was? 34? Nee. Warte, ich mach kurz meine Kamera an. Warte ganz kurz, Baby, okay? Ich mach ihn ganz kurz. Ich muss ihm nur ganz kurz die Mutter hier zeigen, weil er weiß nicht, was es ist. Ich bin Okay. Mutter. Ja. Nein, ich habe kurz meine Warte. Frau geantwortet. Ganz kurz nur, und zwar, was der Abu Hanjar, was wir da vorgelesen haben, das Wort dafür ist Wakawaiba, ne, in Vers 33, und dann das zweite Wort auf Arabisch ist Atraba. Und damit sind halt Frauen gemeint, die, also junge Huri. Frauen sind gemeint. Ja. Huris. Ich habe Huris gemeint. Das sind keine weibliche Wesen. Also das heißt nicht weibliche Wesen. Aber egal, ich höre mir das Ding jetzt an von dem. Und dann können wir nachher Jan, nochmal drüber reden. Jan, Jan, Bruder, kannst du mich ganz kurz groß machen? So richtig schön groß. Bro, richtig schön. Adam gibi. Adam gibi. Machst du mich groß jetzt? Mann, Adam gibi dedi Jan, ki mach mich. kıyı yaptı. Okay. Also. Bak. Ali dayı. Ja. Und was? Ali Ali dayı, hier steht, das ist deine Es Koran. kommt auf deinen Kickstand, Kannst Ali du Dai. bitte vorlesen? Welche Ding ist das? 4? 24. Stimmt? Kannst du bitte 4, 4. vorlesen? Ja. So, aber jetzt, warte, ganz kurz. Du willst ja Ja. das mit Mutter-Ehe. Ne? Jetzt gehen wir auf 22 hoch oder 21 von mir aus. 21, 22, egal. Warum machst du das mit mir? Leute. Ich habe vorher etwas gesagt. Das wird sich nichts ändern. Vertrau mir. Doch, doch, das wird sich was ändern. Nein, wird sich nichts ändern. Warte kurz. So, 4, wo ist das? 4. Es sei denn, du fangst jetzt deine Koranitennummer an. Dann wird sich auf jeden Fall Welche was Nummer? ändern. Ja, nein, nein, Nummer gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es keine Nummer. Nee, ich meine die Koranitennummer. Wenn du die abziehst, dann ändert sich auf jeden Fall was. Guck mal, 22, bist du bei der 22? Mann, ich gehe gerade hoch. Ich gehe gerade hoch. Warte. Oder 23, auch okay. Eine Stufe höher. Reicht auch schon. Alles gut. Warte. 23. Mach's Dann, groß, lesen wir an. ich bin gleich am Start. Eine Sekunde. Was mache ich jetzt nur mit euch? Onkel. Salamu alaikum, Aha, Tunisie. ein Arabischer, siehst du. Jetzt wird's richtig abgehen. Arabut, Adlamit und Abu Hanza. Was soll ich nur mit euch machen? Vielleicht kann Onkel Dawa dir bestätigen, was Und ich will erst das, ich will erst deine Mutter. Übersetzung. Ganz kurz, Ich will erst deine ganz kurz, ganz Übersetzung kurz. lesen. Ganz kurz. Ich habe alles aufgeschrieben, was sie gesagt hat. Jeden Hadith, habe jeden Scharh herausgeholt, wie ich es Harus versprochen habe. Meinen Lieblings-Tikuka. Okay. Was kommt als nächstes? Warte mal, bitte machen das. Was? Okay, ganz kurz, ganz Ja, kurz. was kommt Im als Koran nächstes? nimmt ihr den Tafsir. Warte Warte, mal. nein, Nach dem Tafsir kommt Sharah und nach Sharah kommt Im was? Koran nimmt ihr immer den Tafsir, Nein, nein, Jalalain. nein, So, damit ich ihr mag den keine Sharh von Tafsir. Hadith und von Bukhari nehmen. Also jetzt bitte Jetzt. keine Ja. Ausschweifungen. Ich wusste, dass es Bitte. wieder. Also ich wusste es sofort. Das wusste ich schon vorher. Was steht jetzt ganz oben? Jetzt lesen wir alles ganz oben. Bitte brechen wir jetzt nicht in Euphorie aus. Also Okay. ich lese es dir gerne vor, wenn du möchtest. Außerdem ist dir die Ehe verboten für deine Mutter, eure Mütter, ja? Schon ist der Ja. Satz beendet mit der Mutter-Ehe. Siehst du? Warte mal kurz, denkst du Warte. gerade ernsthaft, Mutter-Ehe hat was mit Mutter zu tun?
Warum nicht? In dem Fall schon. Weil es geht ja um die Ehe. Ah, okay. Okay, ganz ehrlich, wir wechseln lieber das Thema, weil du denkst, Mutter hierher hat was mit Mutter zu tun, also Mutter an sich. Wechseln wir lieber das Thema. Das hast du dann erledigt, Arut. Oder? Das hat sich schon Arut. Erledigt, wenn du das denkst. Dann auch ja, ja, Ehe ist die Ehe auf Zeit. Wir hatten eine Abmachung. Das bedeutet Ehe auf Zeit. Ehe auf Zeit halt. Das aber wenn das auf Mutter bezieht, oder? Mutter A denkt er gerade ist, Mutter A denkt er gerade ist, Mutter M-U-T-T. Ja, Bruder, da hast du das geklärt, da hast du das erledigt. Also. Diese Sache hat sich geklärt. Mutter ist verboten, er steht doch in Sahih Muslim. Aber genau, darauf, warte, aber Onkel Dawa, genau darauf wollte ich nämlich auch auf ihn hinaus. Ich habe ihn gestern gefragt, im Koran wird Mutter-Ehe angeordnet. Ich habe ihn gefragt, weißt du, warum die Muslime heutzutage, zumindest die sunnitischen Muslime, keine Mutter-Ehe mehr vollziehen? Er hat gesagt, er hat keine Ahnung. Weil Omar es verboten hat. Hätte ich die Möglichkeit von ihm bekommen, hätte er geantwortet, hätte ich ihm die Antwort darauf geben können. Die Antwort darauf ist nämlich, weil es in den Hadithen verboten worden ist. Warte bitte ganz kurz, weil ich habe eine Ding ganz kurz noch, bitte Onkel Dawa, weil du kannst dann deine Sache mit Harut klären. Ich rede mit Alimor ein klein bisschen, weil der Dai, ich mag den Dai. Ich mag den auch. Ich mag den Dai. Ja. Und der Dai hat dann diese Antwort von mir bekommen, aber ist nicht leider so. Warum stotterst du eigentlich? Wer stottert? Ich glaube eher dein WLAN hat dein Nachbar geklaut, deswegen kommt Stottern auch bei dir rüber. Aber oder deine Nachbarn klauen bei dir. Besser als Trinitätskonzept zu klauen, von Griechen und von Persen. Besser als einen Stein anzubeten. Also ich kann ja auch mit sowas kommen. Wenn wir hier niveaulos werden, dann kann das ja jeder. Küsst Stein in der Bibel. Ihr küsst einen Stein, der eure Sünden aufsaugt. Ja. Bleib mal ein bisschen. Du betest einen menschlichen Gott. Hallo, hallo, hallo. Ja, aber der Stein, ich glaube an keinen Stein, der meine Sünden aufsaugt. Dein Gott hat 7 Augen und 7 Hörner. Wem willst du was erzählen? Ja, und dein Gott hat ein Schinn, zwei rechte Hände. Nein. Ganz kurz, guck mal, Harut, guck mal. Die Debatte, Bruder, wird sehr kindisch. Das wird sehr, sehr kindisch. Ich finde auch, Bruder Harut. Genau, der steckt seinen Kopf. Ja, genau, richtig. Onkel, guck mal kurz, was sie machen. Okay, kann ich euch etwas aus der Bibel zitieren? Onkel, was macht der gerade? Onkel, was macht der gerade? Guck mal auf dem Video. Wir müssen auch sagen. Alimordai, wir machen am besten an einem anderen Tag. Okay. Das hat mich als Kind immer so, so geschockt. Ne? Ich fand das immer so komisch, dieses Bild. Ja. Guck mal, der ist am Kämpfen. Der war am Kämpfen. Alles schön und gut. Alles schön und gut. Das ist Götzendienst pur eigentlich, aber egal. Ich gehe jetzt rein. Das sieht absolut aus wie Götzendienst, ja. Das ist Götzendienst. Alles schön und gut. Guck mal, mit Security. Der Security, aber das hat doch mit Anbet nichts zu tun. Ja, kein Problem. Wollt ihr wie Männer debattieren oder nicht? Aber da ist eine Riesenspinne. Guck mal, den. Okay. Ja. Der kann sich mal abwarten. Ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Onkel, also ganz im Ernst, ne? Jetzt sprechen wir jetzt mal abseits der Bibel. Findest du das nicht götzendienstlich, wenn du das jetzt so als Mensch siehst? Das ist kein Götzendienst. Es ist Sonne zum 1000. Mal. Das ist ja das Problem. Sonne, aber Adler, ein Steinkissen. Also Adlerblick, ich habe auch eine Frage für dich. Wenn es auch mal erlaubt ist, dass ich etwas sagen darf. Sehr gerne. Klar. Hast du vor deine Bibel? Ich habe eine Bibel. Aber wieso denn wieder? Ich habe ja vorhin gesagt, so lass mich das mal beiseite. Ablenkt, wie der immer ablenkt auf die Bibel. Das ist ja das Problem. Hat nichts mit Ablenken zu tun, weil ihr, ganz kurz, lass mich mal aussprechen. Ich will doch. Ja, schämst du dich für den Koran? Schämst du dich? Weil ihr zeigt immer, ihr müsst. Aber Onkel, schämst du dich für den Koran? Ja, aber schämst du dich? Lesen wir, wenn man ein Stück Kohle küsst, werden die Sünden vergeben. Onkel, schämst du dich für den Koran? Ehrlich, jetzt ohne Scheiß.
Tue ich nicht. Ich habe ihr zugestimmt. Dann verteidige deinen Islam, dann verteidige deinen Koran und lenk mich auf die Bibel ab. An einem Stück Kohle, wo jetzt die Christen siebenmal im Kreis laufen und dann dieses Stück Kohle küssen. Adlerblick, guck mal, das Problem ist. Schämt ihr euch für die Bibel? Keiner von uns hat sich für die Bibel zu schämen, weil die Bibel hat ja nichts Schreckliches hervorgebracht. Warum hast du so Angst, dass ich den Vers bringe? Ich habe ja keine Angst davor. Wenn du das sagst, dann akzeptiere ich das so. Aber ich muss erst den Kontext dahinter verstehen. Ich muss erst wissen, hat das Gott vielleicht sogar für das Alte, für das Bund. Warte, ich habe eine Antwort gegeben. Nein, du hörst mir zu. Du hast gesagt, es ist Sunna. Das ist aber keine Antwort. Alles, was der Prophet macht, ist doch nicht legitimiert. Ich habe gesagt, es ist Sunna. Fertig. Ich sage, es ist Gottes Wort. Fertig. Ja, dann. Ja, es ist Sunna. Du gehst nach einem Menschen, nach einem Propheten gehst du. Ich sage, es ist Gottes Wort. Wenn Gott mir das befohlen hat, dann küsse ich jetzt 1000 Kohlenstellen. Erstens, es steht nicht im Koran, dass man den schwarzen Stein küssen soll. Nein, in den Hadith. In den Hadith, dass der Prophet a.s. gemacht und deswegen das Sunna ist. Genau. Das ist mal das Erste. Aber ich frage dich. Sogar deine Kompagnons waren ja geschockt. Schämst du dich für deine Bibel? Nein, absolut schämst nicht. Du dich nicht für deine Bibel? Gar nichts. Nicht mal für das Alte Testament, gar nichts. Das musste so kommen, wie es kommen musste, weil Gott hat. Okay, dann erklär mir. Warte. Okay, dann erklär mir, warum an Jesaja 6, 5 bis 7. Dann haben wir noch Zacharia 3, 9, dann haben wir noch Joshua 24, 27. Warum hier überall Menschen Steine küssen und ihre Sünde vergeben werden? Erklär mir das mal. Und wieso hat dein Prophet das dann rauskopiert? Merkst du nicht? Okay, wenn das Gottes Wort ist, wenn das wirklich so in der Bibel stand, wieso hat das dann dein Prophet so getan? Aber wieso konnte dein Prophet dann die Bibel nicht akzeptieren? Adlerblick. Nochmal. Ihr habt mich gefragt, warum küsst du den schwarzen Stein, warum tut ihr Muslime schwarzen Stein küssen? Ich habe gesagt, es ist eine Sonne, es ist auch überliefert. Wir küssen, es ist wenn ein Teil eurer Pilgerfahrt geworden. Nein, lass mich doch mal aussprechen. Jetzt habe ich dir die Bibelverse gebracht und ich habe dir gesagt, warum küssen bei euch Menschen im Alten Testament Steine und ihre Sünde werden vergeben. Der Bund galt nur für das Volk Israel. Was macht er da? Ist doch jetzt fertig. Das Volk Israel. Es ist genau dasselbe. Also warum kritisiert ihr das bei uns? Aber wenn ich weil ihr das heute noch macht. Weil ihr doch immer noch davon überzeugt seid, dass es eure Sünden aussorgen kann. Guck mal, er hat heute Morgen. Ich sag dir, der Koran ist eine Kopie vom Alten Testament. Pass auf, er hat seine Nase heute Morgen dreimal nicht sauber gemacht. Also Shaitan ist noch in seiner Nase und schmeißt mit Steinen auf Shaitan. Bruder, das ist doch. Also. Den Teufel dort ich verstehe ja auch deine Aspekte. Natürlich, jeder versucht hier gerade seine Religion zu verteidigen, beziehungsweise seine Lehre, aber deine Aspekte. Na, was ich lustig finde, ist das Abgehen, dass ich mit Harun über zwei Ahadith spreche. Und jetzt habt ihr die Thematik gewechselt und holt mir Alimo hoch und redet mit ihm über 20.000 Themen. Seid doch Männer, bleiben wir bei das, was wir uns ausgemacht haben, Harut, und wir reden über die Schämst du dich nicht? Ihr wirft Steine auf den Scheitan. Schämt ihr euch nicht eigentlich? Ja, ihr steinigt den Scheitan. Schämt ihr euch nicht? Kein Problem. Ich habe gar kein Problem damit. Ich schäme mich nicht dafür. Aber ihr schämt euch für Bibelverse, wo bei euch Steine Sünden. Onkel, ich hätte mich so geschämt an deiner Stelle. Für was das gewesen ist. Und das ist ja auch immer. Was steinigt man den Teufel? Harut, was war die Abmachung? Ja, ich habe, wir wollten über Allahs Schöpfungsgeschichte reden, richtig? Nein, du hast mehrere Hadith gebracht. Der erste Hadith warte, das schlage ich gleich hier auf. Ja, okay, aber lass uns. Guck mal, ist das jetzt keine Ablenkung? Lass uns ein Thema daraus machen. Und zwar das Thema. Ich habe nicht Ablenkung gesagt. Aber ich sage nur, das Thema ist doch Allahs Schöpfungsgeschichte, weil du weißt ja, worum es geht. Nein. Wir haben mehrere Themen aufgemacht. Zuerst Sunan Abi Dawud 4449 habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Aber du weißt doch, worum es geht. Das Thema ist, an wie vielen Tagen hat Allah die Erde geschaffen? Korrekt? Nein, nochmal. Wir machen eins nach dem anderen. Machen wir zuerst Sunan Abi Dawud und dann gehen wir gerne zu der Schöpfungsgeschichte weiter. Machen wir Sunan Abi Dawud 4449. Das hast du ja gebracht, oder nicht? Warte, lass mich kurz eintippen. Das mit der Tora. Ach so, warum er seine Hand drauf legt. Genau. Ja. Ich habe dir alles vorbereitet, ganz kurz.
schlagen das erstmal auf. Könntest du mir bitte meinen Bildschirmputz größer machen? Wir machen das gemeinsam durch, Schritt für Schritt. Thema für Thematik, Hadith für Hadith, Vers für Vers. So. Da bin ich mal. Ich höre mich, wieder doppelt, Bruder. Kick mich mal runter. Bis gleich, ja. Komm hoch. In dem Hadith wird erwähnt, dass der Prophet a.s.w. zu den Juden gerufen wurde und so weiter und so fort. Und dann, der Problempunkt von Harut ist, dass der Prophet a.s.w. seine Hand auf die Tore gelegt hat und hat gesagt, Amen tu bik, wa biman anzalak. Ich bezeuge dich und der dich herabgesandt hat. Oder ich glaube an dich und an der dich herabgesandt hat. Der Hadith ist Hassan. Das heißt, der Hadith ist gesund. Aber, ich habe gesagt, ich hole mir einen Scharach. Harut, hier, mein Lieber, steht Wa'if bihavi siyaqa. Warum? Weil er nur einmal überliefert worden ist. Und weiter geht es noch, dass der Hadith, warum ist er Hassan als gesund? Weil die Geschichte zwar existiert hat, dass der Prophet a.s. zu den Juden gerufen wurde, aber dass er seine Hand auf die Tore gelegt hat und das gesagt hat, ist nicht authentisch überliefert worden. Das wurde hinzugefügt zum Hadith. Und weiterhin wird auch gesagt, von da, wo der Hadith entstand, steht hier, وَهُوَ الْبَيْتِ الَّذِي يَدْرُسُونَ فِيهِ وَمَفَاعِلْ غَرِيبَ فِي الْمَكَانِ. Das ist der Ort, an dem er, also an dem das unterrichtet wurde. Und das ist ein Ort, مَفَاعِلْ غَرِيبَ, wo komische Taten gemacht werden, wo Menschen die komische Sachen machen, Filme kennen, im Ort. Das ist der scharfe Hadith. Ich habe alles hier unterzeichnet, okay. Ich habe alles liniert. Kann ich doch gerne schicken, wenn du willst, auf Telegram. Okay. Das bedeutet also, dass obwohl der Hadith von Al-Albani Hassan ist, ja, akzeptiert wird. Als Hassan, habe ich gesagt, schau nochmal. Weißt du, was genau Hassan heißt? Und jetzt also ich könnte zum Beispiel auch einen Char machen oder du, wenn du jetzt 10 Jahre in der Ach Harut. Auf, weißt du, von wem der Char ist? Ja, Harut, ja, Dauer, du gehst zum Beispiel. Wir melden dich an bei der Al-Azhar-Universität. Du kommst nach 10 Jahren wieder zurück in den Stream. Weißt du, da wird wie Sheikh Ibrahim. Abu Khansar, stumm bitte. Wir passen auf, dass unser WLAN stabil bleibt, bis du wiederkommst. Du schreibst deine eigene Erklärung. Ja? Und ich schreibe meine Erklärung. Ich schreibe dann dahin, dass der von Al-Albani Hassan ist und dass wir vertrauen können, dass die Überlegung gut ist. Sag mir, was Hassan heißt. Gesund. Gesund, okay. Was verstehst du unter, dass der Hadith gesund ist? Warte, ganz kurz. Du kennst dich ja mit der Hadith-Wissenschaft aus und so. Was verstehst du unter, dass der Hadith gesund ist? Er ist anerkannt. Ja, aber warum ist er anerkannt? Warum ist er gesund? Pass auf, wegen der Überlieferungskette. Nein, genau deswegen ist das falsch. Weil die Geschichte... Nein, ganz kurz, lass mich doch aussprechen. Du hast mir anscheinend nicht zugehört. Weil die Geschichte zum Kern richtig ist, bis zu einem Punkt, wo etwas hinzugefügt wurde. Was hinzugefügt worden ist, ist dha'if biha bis-siyaqa, von dieser Überlieferung, faqat tafrad biha Hashim bin Sa'd. Es wurde nur von Hashim bin Sa'd überliefert. Wala ya'tad bima anfard biha. Kaifa waqat khilafa ibn Scheibe. Okay. Also, ganz kurz. Also, wenn du, ich kann es dir nochmal natürlich erklären, damit du es verstehst. Er wurde überliefert. Ganz kurz. Hisham bin Sa'd. Weil ich habe hier eine Erklärung von, also, guck mal, wir können definitiv sagen, dass er anerkannt ist und dass man definitiv mit den Hadithen genauso gut Sachen erklären kann, die die Sahih sind, richtig? So, du kannst in der Geschichte kannst du doch Hassan eingestufte Hadithe genauso gut verwenden als Argument wie die von Sahih, oder? Zu 100%. Ja, aber nein, nicht genauso gut. Die Ahadith werden nicht umsonst qualifiziert. Guck mal. Ahadith, ganz kurz, lass mich aussprechen.
Ahadith von Bukhari, 99% von Bukhari ist authentisch, wir nehmen die von Bukhari an. Sunan Abi Dawud ist nicht vollkommen authentisch, da gibt es Hassan Ahadith. Und wenn wir uns dann den Scharh und die Erklärung und den Ihkam, also den Hukum über diesen Hadith anschauen, dann sehen wir, dass dieser Hadith da'if ist. Warum? Weil etwas hinzugefügt worden ist, was eigentlich nicht drinnen steht. Und weil dieser Hadith nur einmal überliefert wird, von dieser selben Kette, von dieser Kette wird er nur einmal überliefert. Leute, habt ihr gehört? Der ist ja nicht mal schwarz. Er ist auf einmal, also er ist nicht Hassan. Ne? Was, was laberst du? Im Schar? Nicht sahih, nicht sahih. Hassan ist gesund. Warum ist er gesund? Weil ein Teil der Geschichte richtig ist. Aber das mit der Tora, er ist auf einmal daif geworden. Sollen wir es abändern? Daif bihabi siyaqa. Weißt du, was das auf Arabisch heißt? Bihabi siyaqa. Du musst selber lachen. Ich muss nicht lachen. Du lachst gerade, weil du nicht verstehst. Onkel Dawa, ich habe hier eine Erklärung von At-Tirmidhi. Ja? Und At-Tirmidhi sagt, dass der Terminus Hassan taucht er auf und bedeutet, ja, dass das gut ist oder authentisch ist oder guten Inhalts ist und nicht den authentischen Überlieferungen widerspricht. Das sagt At-Tirmidhi. Okay, zeig mir, wo das steht, genau, damit ich das aufschlagen kann. Ja. Wieso beleidigen die dich denn immer als Hund mit der einen Eigenschaft, mit der Farbe, wenn du das nicht mal bist? Ja, das bin ich eh nicht. Ich habe auch nie behauptet, dass ich das bin. Also, das ist ja lustig über Schwarze, oder wie? Nein, nein, ja, nein. Die Leute sagen immer zu ihm, Kelp oder sowas. Ja, ne, der schwarze Hund. Und ich verstehe halt eben absolut nicht, erstens, wo das herkommt. Ganz kurz. Erstens, das schreiben meistens Schiiten, also es waren bis jetzt drei Schiiten, die das geschrieben haben. Aber bei Schiiten ist eh klar, dass es Rassisten sind. Genau wie Elia Nathan, aber egal. Zweitens, ich habe nie behauptet, dass ich das im Bild bin, sondern ich habe das einfach nur als Motiv aber genommen. Warum aber Schwarzen? Warum aber ein afrikanischstämmiger? Warum? Ganz kurz. Erstens, warum afrikanischstämmiger? Warum? Ich sehe ja keinen Unterschied bei so. Ganz kurz, aber Hanscha hat gerade das N-Wort gesagt. Nein, ich habe gesagt, warum afrikanischstämmiger? Okay, stämmiger, hast du wenigstens gesagt. Okay, da habe ich mich nicht überhört. Erstens, ich bin selber Afrikaner, das ist mal das Erste. Zweitens, das ist ein Comedian, der Uncle D heißt und ich habe seinen Namen als Motiv genommen, für Uncle Dawa fertig zu machen. Mehr nicht. Mhm. Ist doch. Ja, das war jetzt gar nicht negativ gemeint oder so. Ich wollte halt nur wissen, wie die immer darauf kommen, dich zu beleidigen mit dieser schwarzer Hund und so. Wobei das ja halt gar nicht mal zutreffend ist auf deine Hautfarbe. Kann ich dich aber irgendwas, kann ich was vorlesen? Ja, klar, über schwarzen Rassismus? Also du bist kein Afrikaner. Da schreibt einer, du bist kein Afrikaner. Du Schlaumeier, dann. Lass ihn doch, ist Namen doch noch besser. Ganz kurz. Arabisierte Afrikaner. Ja, von mir aus. Guck mal, kann ich dir was vorlesen über Rassismus? Lies mir gerne was vor. Kannst aber von Thema abweichen, das könnt ihr ja wissen. Egal. Okay, dann lass ihr machen. Nein, mach dir weiter, dann alles klar. Okay, ich bin still. Dann also, Nochmal. Ja. Es gibt dazu ein Video. Wo das steht, was du gesagt hast von Tirmidhi. Ja, guck mal, es gibt da zu dieser Erklärung gibt es eine Seite. Mit Quellenangabe. Jetzt nicht falsch verstehen. Wenn du wenn du die Erklärung suchst, was Hassan ist, auf islampedia.de, ja, sind ganz unten die Quellen. Ja? Okay. Harut, du musst ganz kurz. Erstens, du musst mir als Araber nicht erklären, was Hassan bedeutet, weil Hassan kommt von Ahsan und Ahsan heißt gut gemacht. Das ist mal das Erste. Oder ganz gut, genau, das habe ich doch eben beantwortet. Eben, nein, aber das ist ja das, was du nicht verstehst. Hassan in der Hadith-Wissenschaft heißt, zwar der Hadith ist gut, warum ist er gut? Weil etwas an dem Hadith richtig ist, authentisch ist. Aber der Hukm über diesem Hadith ist, wa'if bihavi siyaqa, von dieser Überlieferungskette ist er wa'if, warum? Immer diese Lügen, ich kann es nicht mehr hören, wirklich, Onkel. Was für Lügen? Bruder, okay, guck mal, ich will dich nicht unterbrechen, ganz kurz. Das heißt. Sag mir, was das heißt. Ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber du bist so am Lügen. Wirklich, du bist so am Lügen. Und dein Schar, Guck mal. Sag mir, was das heißt. Du bist arabischer Experte, sag mir, was das ist. Guck mal. Du bist arabischer Experte, Onkel, sag mir, Onkel, was das ist. Ganz kurz, Onkel, guck mal. Ich habe dich schon sehr öfter schon gehört in Streams. Das Problem bei dir ist. Das Problem bei dir ist, du lernst alles von Hamdi. Und Hamdi ist ja bekannt hier als Abu Lügner. Als Abu Lügner. So, ganz kurz, bevor wir weitermachen, dein Schahr interessiert kein Mensch. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Guck mal, was kommt als nächstes? Gelbe Schuhe? Was kommt als nächstes? Gelbe Schuhe? Dann kommen danach noch Socken. Ankel Dauer kommt als nächstes. Ihr habt Tafsire.
Ja, Onkel Dauer, guck mal, was kommt als nächstes? Ja. Schwarze Schuhe, gelbe Schuhe, Tafsir vom Tafsir vom Tafsir vom Tafsir vom Tafsir. Oder wie? Was laberst du? Was laberst du? Das zeigt, dass du auch keine Aber Ahnung hast. Aber Onkel, wo ist es? Aber Onkel, wieso kommt ihr jedes Mal mit einer neuen Ausrede? Warum? Nichts neue Ausrede, das zeigt, dass ihr. Warum kommt ihr jedes Mal mit der neuen. Schämst du dich für deinen Glauben? Schämst du dich für deinen Glauben? Schämst du dich? Guck doch, was ein Schara ist. Onkel, schau doch Onkel, nach, was ein schämst du dich? Ist, du schlaues Kind. Onkel, schämst du dich dafür? Schau, ganz kurz. Abu Hanzo, gib doch einfach zu und sag Amin. Es ist so. Mein guck mal, du musst sagen, mein Prophet. Ich hab's einfach so gesagt. Ich habe alles, was Gott mir auferlegt, das nehme ich an. Ganz kurz. Nein, ganz kurz. Abu Hanzo, sag mir, ihr kommt mit Tafsire, dann kommt ihr mit Tafsire. Nein, ich nehme mich für gar nichts. Jetzt sei mal ruhig. Alimo ist auch hier. Guck mal, ich wollte unbedingt, dass du dabei bist, weil Alimo dabei ist. So, in der Sure 78, Vers 33. Was steht denn da eigentlich? Wie bleiben wir das mal? Warum bist du gerade die Thematik? Wir sind gerade hier. Ganz kurz. Nee, ich will das abklären, weil Alimo ist da. Ich will es ganz kurz nur abklären. Kannst du mir das kurz erklären? Was steht denn da? Boah, es interessiert mich nicht, ob Alimo da ist. Ich hatte eine Abmachung. Kannst du kurz erklären? Es geht um die Übersetzung. Was steht in Sure 78? Guck mal, Sure 78, ja, Vers 33. Kannst du kurz vorlesen, was da gemeint ist? Weil es gibt viele Zuschauer, das würde viele, vor allem Frauen hier interessieren, was da drin steht. Weil Alimo hat was anderes vorgelesen. Jetzt frage ich mich, was jetzt bei dir im Koran steht. Waka'ib Taraben. Tajim al-Almani, bitte auf Deutsch. Auf Deutsch, bitte. Das soll jeder verstehen, ja, auf sind, Deutsch. Ja, Frau mit Brüste, was willst du jetzt hören, genau? Adlerblick. Bitte lies vor und erklär wirklich langsam den Vers. Adlerblick. Danke. Du kannst extra Türkisch, ne? Ich habe extra dafür was vorbereitet. Wahrlich, weiter. Wahrlich, weiter. Ich habe extra dafür was vorbereitet. Ja, wahrlich, weiter. Ja, was wahrlich weiter? Was willst du lies hören? Doch den Vers vor, auf Deutsch bitte. Wir haben 193 Zuschauer. Lies jetzt den Vers ab 32 bis 33, bitte. Laut und deutlich auf Deutsch. Ja. Gärten und Bärengehege und Frauen mit schwillenden Brüsten, Altersgenossinnen. Warum kriegt man sowas im Paradies? Ja, warum nicht? Warum kriegt man jetzt Frauen mit schwellenden Brüsten? Warum nicht? Ja, warte ganz kurz. Haben die Silikon in den Brüsten implantiert? Was ist denn da? Warum schwellende Brüste? Warum schwellende Brüste? Ich frag dich ja, was ist mit schwellende Brüste gemeint? 12-Jährige? Wo in der Pubertät gerade? Oder wie alt sind denn? Kannst du nicht lesen? Wie alt sind denn diese Mädels, diese Jungfrauen? Wie alt sind die denn? Da steht doch Altersgenossinnen, kannst du nicht lesen. Wie alt sind die denn? Erklär mir mal, bitte. Das würde ich jetzt echt interessieren. Das finde ich süß. Erstens, du bringst einen Vers ab. Hadith, was? Was redest du gerade? Das ist ein Koranvers. Nicht widersprochen. Du weißt ja, was eine Sure und ein Vers ist voneinander. Du kannst ja nicht mal unterscheiden. Erkläre mir jetzt, was man mit dem Paradies mit Frauen macht. Ja, dann lass doch auf. Ich bin jetzt auf stumm und erkläre uns, was man mit Frauen oben macht. Danke. Geh auf stumm, sei jetzt mal ruhig. Allah sagt in Sure 78, Vers 33, und Frauen mit schwellenden Brüsten, Altersgenossinnen. Das, was Abu Hanzo nicht versteht. Was macht man mit diesen Frauen oben? Ja, lass mich doch. Ja, so eine fleischlichen Brüste gehe ich nach. Das ist ja klar. So. Altersgenossinnen. Was heißt die Altersgenossinnen? Es wird auch authentisch überliefert, dass jeder Mann im Paradies 33 Jahre alt ist. Das heißt, Altersgenossinnen sind die ebenfalls 33. Mhm. Die haben es mit der Zahl 3, ne? Okay, was macht man jetzt mit den Frauen oben? Das will ich jetzt verstehen. Ich möchte eure Paradiesvorstellungen nachvollziehen und verstehen. Bitte erklärt den Zuschauern, macht man im Paradies mit den Jungfrauen pro Mann? Wie viele Jungfrauen nochmal? Lass doch aussprechen. Du stellst 2 Fragen. Lass doch aussprechen. Geh einfach auf Mut und sei mal ruhig. Der Prophet a.s. und der Koran haben uns verschiedene Sachen über das Paradies berichtet. Darunter auch die Paradiesjungfrauen, Hur, Lain, die ich auch gerne begehre und auch haben möchte. Ich habe kein Problem damit. Wenn ihr damit Probleme habt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe damit Probleme, ja, definitiv. Ich rede gerade. Lass ihn ausreden. Ja, ich rede mich aus. Erstens, es wird überliefert, dass die größte Belohnung im Paradies Allah zu sehen ist. Das ist die größte Belohnung. Zu sehen, wie du gerade eine bummst, oder wie jetzt?
Oh, Allah ja, zu sehen. Ja, wie jetzt? Du bist in einen heiligen Ort, angeblich. Guck mal, angeblich bist du in einen heiligen Ort, im Paradies, aber du poppst 72 Euro neben Allah. Neben Allah poppst du Mädels. Habibi, das ist. Deine fleischlichen Gelüste von der Erde nach. Du poppst, ich möchte die ablegen, wenn ich tot bin. Du poppst neben deinem Gott. Guck mal, neben deinem Gott poppst du andere. Wie kann man sowas machen? Wie kommst du auf sowas? Wie kommst du auf sowas? Nichts anderes, das ist eure Interpretation. Du poppst dort Mädels neben deinem Gott. Kann ich gerne antworten, wenn du mal auf stumm gehst. Aber du redest ja durch ja. und stellst eine Frage über die andere, weil du ihn nicht zitterst. Antworte auch, woher diese Jungfrauen kommen und warum sie immer wieder Jungfrauen werden. Ich tue ja seit vorher Antwort, aber ihr unterbrecht mich ja. Wie soll ich dann antworten? Geht mal die setzen dann Jungfernhäutchen wieder ein. Extra für deine Ausreden, Bruder, und danach tacker ich ihn wieder. Alle stumm, so. Alle stumm, Redeverbot, so. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht uns Al-Hur Al-Ayn, das sind reine Frauen, Mutahharat, wie Allah gesagt hat. Das sind reine Frauen, Mutahharat. Das ist mal das Erste. Das heißt, das Paradies, wovon Abu Khanja gesagt hat, ist ein reiner, heiliger Ort, ist ja, die Frauen dort sind auch rein und heilig, die uns Allah subhanahu wa ta'ala, also rein, die uns Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Mutahharat steht hier, dass sie sauber sind, dass sie rein sind. Das ist mal das Erste. Zweitens, ich sehe kein Problem damit, Hur Al-Ayn im Paradies zu haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns Menschen versprochen, uns Männern. Warum? Weil wir Männer, wir haben auch unsere Gelüste. Hier in Dodoni haben wir unsere Gelüste. Wir wollen Alkohol trinken, geht nicht, weil wir sonst berauscht sind. Es ist haram, passt. Im Paradies können wir aber, haben wir dort Wein, der nicht berauscht macht, der auch rein ist, den wir trinken können. Anke, da wird dann nicht wenn er nicht berauscht, dann braucht er nicht trinken. Nein, Anke, so weitergeht. Nein, wenn dieses Kindergarten so weitergeht, ich kann nicht besoffen macht, oder? Ganz kurz, nur eine Minute. Alles, was du auf dieser Erde, alles, was auf dieser Erde verboten ist, ist auch im Himmel verboten. Mhm. Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt kannst du weiterreden. Das kann nicht sein, dass Sina hier verboten ist, Alkohol hier verboten ist. Das ist ja auch keine Sina oben, du Fisch. Das ist ja keine Sina. Wie kann das sein, dass Allah sagt, auf der Erde ist Sina verboten, Alkohol verboten, im Himmel kriegst du es oder was? Danke, Alimor, danke schön. Und genau da will ich hin. Genau da will ich hin. Die sagen, die Sünde hier ist dort halal. Und genau das ist der Widerspruch bei Allah. Nein. Was heißt das Sünde? Warte. Was ist das für eine Auslegung von euch? Ganz kurz, jetzt gebe ich dir mal einen Knockout. Warte, ganz kurz. Ankel dauert. Alimor, stummen bitte, ganz kurz. Hast du das von Handy gelernt? Bitte ganz kurz stummen. Warum Knockout? Okay. Belehr mich doch, erkläre es mir, komm doch nicht mit Knockout. Warum immer Knockout? Ich weiß, dass du zitterst. Warum Knockout? Nein, ich weiß, dass du zitterst. Stumm. Erklär mir bitte, warum die Sünde hier oben erlaubt ist. Jetzt bin ich Harem, Paradies. Erklär mir, danke schön. Jetzt bin ich auf Stumm und erklär mir, danke. Ja, nochmal. Nein, geh stumm. So. Erstens, du sagst Sinne im Paradies, das zeigt, dass du keinen Plan vom Koran hast. Was ist Sinne hier auf der Erde? Sinne ist Unzucht, dass du mit einer Frau, mit der du keine Ehe hast, dass du mit der Geschlechtsverkehr machst. Was sagt aber Allah über die Hur Al-Ayn im Koran? وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُرِ الْعَيْنِ Und wir werden sie mit Hur Al-Ayn verheiraten. زَوَّجْنَاهُمْ Was jetzt? Wo steht hier Sinne? Was heißt jetzt? Das zeigt, dass du kein Arabisch kannst. Aber im Hadith steht geschrieben, dass diese Hurlein aus der Hölle geholt werden. Aus der Hölle. Wo Warum holt Allah Huris aus der Hölle ins Paradies? Wo steht aus der damit Hölle? Du mit ihr das machen kannst. Bunga Bunga. Aus der Hölle, bring ihn einfach. Sag, Uncle Dawa. Uncle Dawa. Nein, nichts anderes. Aber wisst ihr, aber Harut, weißt du, was interessant ist an Harut? Ali Mohr hat was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Ali Mohr hat was sehr, sehr Wichtiges gesagt, Harut. Pass auf. Das Problem ist, Uncle Dawa, das Problem ist, wenn Arabisch können, verstehen, den Koran alle verstehen könnten und würden, würde es keinen Krieg geben in arabischen Ländern, weil jeder das anders versteht. Also bitte, so. Arabisch hat es nichts zu tun. Also warte. Nichts zu tun. Nichts. Du erklärst mir, deswegen gibt es Krieg in arabischen Ländern. Achso, dass USA in Syrien reinkommt, erklärt... Dass bitte nicht auf Politik, bitte zurück zur Theologie, danke. Okay, dann machen wir es anders, dann frage ich dir die Frage. Dann frage ich anders. Wenn alle Araber das verstehen, den Koran verstehen, warum legen sie alle anders aus? Warum? Was für anders aus? Das mal das Erste. Lass mich weiter. Interpretieren doch alle anders. Alle anders. Warum? Wenn doch das einfach ist. Keine Einheit im Dien. Das ist warum? Das Problem. Sind doch alles Araber. Wieso legt der Schiite anders wie der Sunnite, der Alevite? Wieso? Ist noch Araber. Problem ist, innerhalb der Sunniten zerfleischen sie sich. Innerhalb der Sunniten. Lass jetzt mal Schia.
Nein, ich meine allgemein. Allgemein, Muslime sind doch alles Muslime, sind doch alles arabische Länder. Wieso können die den Koran, wenn sie doch denn so gut verstehen, alle, wenn man, erstens, wenn man mit Arabisch verstehen alles klären könnte, würde es doch alles gut sein. Ganz kurz. Ja, natürlich nicht. Ja, wir sehen ja gerade, dass diese Spaltung, wenn man das richtig versteht, im Islam, dass das ein richtiges Problem bringt. Das sehen wir an den Schiiten, das sehen wir an den Sunniten, das sehen wir an den Sufis, das sehen wir an den Ahbash, das sehen wir an den Muturidi, das sehen wir an all diesen Sekten in dieser Sekte. Also diese Sekte hat tausend Untersekten, das ist ja das Problem. Die hatten nicht alle bis aufs Blut. Was? Und was steht im Koran? Harut. Ja, bitte. Erstens, wir sind vom Thema ausgewichen. Zweitens, wieso hast du Hamdi blockiert? Haben die blockiert? Ja, du hast ihn blockiert. Nein, auf gar keinen Fall. Da haben deine Mods ihn gestummt oder weggemacht. Nein, er hat Anfrage geschickt, aber was wollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt ihn noch hochholen? Ganz kurz. Du kannst ihn hochholen, okay. Wegen Abu Hanif sind wir vom Thema ausgewichen. Wir waren bei diesem Hadith, wegen Adelbek und Abu Hanif sind wir vom Thema ausgewichen. Pass auf. Aber ganz kurz, Harut, wir müssen noch verstehen, warum das Paradies bei denen ein Puff ist. Ja, so zurück zum Thema. Wieso darf man oben poppen? Nummer eins, das. Und warum sind diese Huris aus der Hölle? Warum holt Allah? Ich hab dir gesagt, gibt's keine Hure aus der Hölle, erste. Und der Puff, du redest doch von Puff, das sind sauer Schnau. Bedeutet, Hayat, warte. Lass mich ausreden. Er wird begraben, Abu Trek, du wirst begraben jetzt. Was bedeutet Hure, was sauer Schnau? Jahel, du bist ein Jahel. Renn nicht weg, bleib hier. Was bedeutet, was sauer Schnau, Bihure Lein? Komm! Guck mal. Nein, Harut, leise, er lügt. Was bedeutet, was zawajnaha bihur al-ayn? Hamdi, jetzt frage ich dich, Hamdi, jetzt frage ich dich, du Feueranbeter, hör mal zu. Guck mal, du Steinanbeter, jetzt frage ich dich, Hamdi, was macht man? Bist du ein Mann, über Feueranbeter und über Steinanbeter? Was macht man im Paradies mit den Jungfrauen? Erklär mir das. Okay, ich sag dir das. Harut, lass mich ausreden. Sunan Abu Dawud ist nicht authentisch. Allah sagt, wir haben den erschaffen aus Licht, diese Frage. Hamdi, was macht man im Paradies? Was macht man im Paradies mit den Jungfrauen? Warum? Erklär mir bitte. Ich bin auf stumm. Nächster Wajna. Erklär mir, warum im Paradies, warum man bumsen darf neben Allah. Ich erklär dir, okay? Es geht nicht um Wajna. Du musst mir erklären, wie kannst du bei Allah Jungfrauen auseinandernehmen? Wie kannst du neben Allah Frauen auseinandernehmen? Erklär mir. 200 Leute aufnehmen, Abu Trek wird auf. Okay, wie kannst du kacken neben Allah in dein Paradies? Komm jetzt! Steht in deinem Paradies, du willst kacken neben Gott! Haben die deine Lügen? Deine Lügen haben wir schon längst wieder hin. Guck mal. Wir haben dich schon längst. Haben die, ganz kurz. Warum lenkst du wieder auf die Bibel ab? Warum lenkst du auf die Bibel ab, du Jahel? Du Munafiq? Warum lenkst du ab? Wieso lenkst du ab vom Thema? Erklär mir, warum die Paradiesvorstellung bei euch eine Kirchana ist. Erklär mir. Erklär mir, wieso man im Paradies Frauen auseinandernehmen kann, immer Allah. Ausreden! Ich weiß, dass ihr zittert. Windel, anziehen, Windel, schnell. Hör zu. Allah sagt im Koran, warum? Wir werden mit diesen Frauen schlafen. Lass mich ausreden. Keiner Wort. Du Lügner. Du Mischner, bitte. Wir schlafen diese Frau. Warum, wenn Allah uns erschaffen, ihr Halal Zawaj, dass wir heiraten, auch im Paradies? Also, das heißt, Allah erlaubt uns, das zu heiraten. Wenn die zeigen, dass du darfst, du kacken neben dein Gott von deiner Bibel, vom Wort Jesus, von seinem Mund. Was machst du? Haust du ab? Ja, haust du ab? Hör zu, Jesus, was sagt er? Hör zu und lerne, Abu Trek. Hör jetzt, Prinzessin, ruf Prinzessin. Haben die dazu, steht uns. Also, Jesus sagt zu denen, hör zu. Jesus sagt, hör zu und lerne, kleine Kinder von Hamdi. Jesus sagte, Lukas, okay, warte mal, wann du isst du? Bei uns im Paradies kommt alles Parfum von unserer Haut. Bei euch gibt's keine Überlieferung, außer du gehst kacken. Jesus sagte, ich sollte in meiner Reich hören, mit mir an einem Tisch essen und trinken. Wann du isst du einen Thron bei Allah? Was passiert? Du gehst kacken neben Gott. Wer ist Liebe? Meine Frau mit ihr schlafen und Allah mir erlauben und kacken neben ihm und pinkeln. Lukas 22, 3. Abu Trek, komm rauf! Nicht verstecken. Wie kackst du neben Gott im Paradies? Komm jetzt. Du Adle-Dreck. Mund halten.
Du adle Dreck, Mund halt, wann haben die hier? Du Götzen, dann bitte. Haben die hier? Röd, ja, halt du. Du Abuchra, Abuchra, sag's mir, wie kannst du kacken neben Jesus jetzt im Paradies? Come on, Nigga! Jetzt zeig euch jetzt. Ich bin Nigga, gar nicht stolz Nigga. Was? Ich spiel's. Ja, lauf weg, lauf weg, lauf weg, abhauen! Du spielst mit Hamdi. Uqsim billah, ihr Missionare. Solange es ich hier in diesem Ostbereich, in Ostdeutschland, ich zerstöre euch. Wokul Ja'al-Batel, in al-Batel Gansahuqa. Ich zerstöre euch. Du kackst im Paradies, du Idiot. Du kackst im Paradies, du kriegst von mir über Koran. La'anatullahi alik, Abu Trek. Lauf weg, Abu Trek. Sag Ibn Kassir nicht, dass die Pisse von Mohammed getrunken werden soll und dass das Wasser süß macht? Okay, soll ich dir was sagen jetzt? Soll ich dir was sagen? Sagt er das nicht. Sagt er das nicht. Aber nicht verdrehen die Worte. Jetzt, wir reden vom Paradies. Wir bleiben im Paradies. Sagt er das nicht? Ich gebe dir diese... Halt den Mund, wenn Abdi redet, du Götzendiener. Ich rede mit Harut. Ich rede mit Harut. Ich rede mit Harut. Nicht mit dir. Okay, ich rede mit Harut. Mit einem Heuchler rede ich nicht. Okay? Also, ihr habt gesehen. Allah gibt... Halt den Mund! Leise! Allah gibt uns Frauen im Paradies zu heiraten. Voll schön. Und Allah erlaubt uns alles Frau. Allah sagte, bei dir, Jesus sagte, die Huren und die Zöllner kommen im Paradies. Abu Trek, Abu Khanjar. Was machen die Huren bei euch im Paradies? Sag's mir. Zu schauen, mit denen ein Glühwein trinken oder eine Spritze. Ich sag sauer Wasser. Was macht ihr mit Huren und Zöllner? Du gehst zu Zöllner, im Paradies holst du Geld und zahlst du die Huren, das Jesus Zollner versprochen hat. Come on, Nigga. Ich bin Nigga, ich bin stolz. Ich sage das, weil ich stolz bin. Come on, Nigga. Adler direkt, du bist nicht mein Niveau. So, ich liege in anderen, Liga. Ich liege in anderen Liga. Ich kenne eure Bibel. Ich liege in anderen Liga. Lass mich mit Harut. Mein Gott, lass mich. Red nicht mit mir. Red nicht mit mir. Red nicht mit mir. Ihr lauft weg von Hamdi. Wo bist du, Abu Khanjar? Abu Khanjar, wo bist du? Ich zerstöre euch, Allah. Schäm dich, Hamdi. Schäm dich. Bei Gott, schäm dich. Gott ist mein Zeuge. Schäm dich. Warum ist er jetzt gegangen? Aber okay, besser. Schande, 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 mal, Schande. Entschuldige dich bei allen Brüdern, die hier im Chat sind, die der afrikanischen oder der generell, dass die alle dunkle Hautfarbe haben, das sind ja Südamerikaner. Leute, das ist doch krank, Leute, was er das sagt, ja. Nur weil du Maghrebi bist, bist du noch lange kein Schwarzer, Mann. Du bist Maghrebi, du bist arabisiert. Halt deinen Mund. Ich meine das vollkommen ernst. Du kannst dreimal so alt sein wie ich. Halt deinen Mund. Wie redest du hier mit Menschen an? Bist du irgendwie verrückt oder so? Menschen wie du sind der Grund, wieso Menschen wie ich keinen Bock haben auf Schule, Fahrschule, Lehrer. Weil ich ganz genau weiß, dass ihr seid voll die Choleriker, ja? Was Leute, ist denn los mit euch? Genau, richtig. Richtig. Ich stehe zu. Leute, ja. Die Frage hat mit Alimos Frage, also nicht, dass das seine Schuld ist. Seine Frage hat das in den Gang gebracht. Warum? Weil sein Dämon in sich wollte nicht, dass wir das zeigen. Er ist gekommen und jetzt hat er ihn mitgenommen. Jetzt klären wir auf. Jetzt klären wir auf. Schaut mal. Sunan Ibn Majah, ja, warum Alimor gesagt hat, dass das hier Sünde ist und Abu Khanjar ist im Paradies keine Sünde mehr. Ne? Passt mal jetzt auf. Sunan Ibn Majah sagt im Buch Sud, es wird zitiert, dass der Messenger of Allah sagte, jeder, ja, der das akzeptiert, ja, ins Paradies kommt, wird verheiratet sein mit 72 Frauen. Zwei von denen sind Huris und 70 von denen sind die Bewohner aus der Hölle. Jetzt kommt es, aber die Übersetzung im Arabischen ist komplett anders. Ey, das ist so katastrophal. Aus der Hölle. Und jetzt, pass auf, pass auf, pass auf. Er sagt, im Paradies werden wir kacken. Ja? Da steht nirgendwo, weil im Paradies und es wird es heilig sein. Und er sagt, dass Huren und Zöllner reinkommen. Jesus Christus hat das vor seiner Kreuzigung gesagt zu Menschen, die Sünder waren. Warum? Weil diese Sünder schneller den Herrn Jesus Christus annehmen und eher annehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie als unreine Personen in den Himmel kommen. Kein Unreiner, steht geschrieben in der Offenbarung, kommt ins Paradies. Und jetzt schaut mal auf, passt mal auf. Mohammeds Urin. Ja? Es wird überliefert hier. Von an jedem Muslim hier im Chat, Schande auf euch, dass ich hier sage, haben die Löwe, Löwe. Nur aufgrund eurer Religion. Mach Screenshots. Ja, dass Mohammed sagte, dass sein Urin ist Heilung für den Magen.
Ey, ihr seid solche Mohammeds ekelhaften Urin, Menschen, Mann. Mohammeds Urin macht Wasser süß. Mohammeds Kot roch nicht schlecht. Halt deinen Mund, halt du auch deine Fresse, Mann. Wer seid ihr denn, Amanako, du Mann? Wer seid ihr? Ihr seid erwachsene Menschen, die sich wie kleine Kinder verhalten, seid ihr. Mach keine Beleidigung. Kleine Pisskinder seid ihr, ja. Eure Eltern haben euch nicht erzogen. Nur mit Schläge sind ihr weitergekommen bei so Menschen wie ihr euch. Das ist Katastrophe, seid ihr. Guck mal, Mohammeds Blut zu trinken rettete jemanden von der Hölle. Von welcher Hölle? Guck mal, diese ganzen Araber und Türken, die sich jetzt hier so zusammentun, haben die Löwe. Ja, das ist so katastrophal. Adlerblick, beleidige doch mich nicht. So. Nein, Alimor, dich meine ich ja gar nicht damit. Ich weiß. Das ist doch Katastrophe. Hast du das gerade gehört? Du sagst hier das N-Wort mehrmals und kommt hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen, die schon tausendmal widerlegt worden sind, schon vor so. Dem. Uncle Dauer, willst du noch hochkommen? Lass ihn doch bitte hoch. Du, Uncle Dauer, du hast dich die ganze Zeit aufgeregt wegen Kalb al-Aswad. Wieso regst du dich nicht über das N-Wort auf? Nur weil der arabisierte Afrikaner ist, Nordafrikaner, die nichts mit Afrika zu tun haben, in meinen Augen. Die sind ja komplett abgegrenzt von dem Rest des Kontinents. Ja, nee, willst du das jetzt nicht kritisieren? Du kritisierst die Schiiten, dass sie angeblich Rassisten wären. Was ist dann jetzt Hamdi gewesen für dich? Guck mal, Leute, guck mal. Welche Religion gibt es denn Rassismus, Leute? Guck mal in dem Chat. Ja. Wo sind die überhaupt hin? Wo sind die hin? Die wollten debattieren. Wo seid ihr? Hamdi, wo seid ihr? Ihr hasst Armenier, ihr hasst Aramäer, ihr hasst Assyrer aufgrund ihrer Religion. Wir lieben euch. Ich bin selber Türke, ich liebe meine türkischen Brüder, ich liebe meine aramäischen Brüder, ich liebe meine armenischen Brüder. Ich muss keinen mehr hassen. Ich muss gegen keinen mehr Disrespect haben. Und ihr fragt euch immer, wo das herkommt. Das kommt aufgrund eurer Kultur, die von eurer Religion beeinflusst worden ist über die letzten Jahrhunderte. Von der Religion ist das. Nicht. Jeder, der seine Religion kennt, weiß, dass man in keiner Religion gibt es Rassismus. Das gibt's nicht. Das ist einfach der Mensch selber. Der äthiopische König wurde Rosinenkopf genannt, Alimor. In den Hadithen. Ich weiß, dass du nicht daran glaubst, aber sie glauben daran. Dann guck mal, das ist doch ein Widerspruch. Entweder bin ich ein Moslem, hab mit Rassismus, rassistische Sachen nichts zu tun, oder ich nehme den Hadith an, der widerlegt meinen Koran, aber auf der anderen Seite heißt es wieder, Koran ist das einzige Buch, das was nicht verfälscht wird. Also, dann muss ich erst mal den Koran lernen, bevor ich irgendwelche Hadithe lerne, okay? Guck mal. An alle, die in den Kommentaren schreiben, Hamdi hat uns zerstört. Wo ist er? Weggeflogen. Er hat sich zum Adler gemacht. Er ist mit Al-Burak geflogen. Du hast mal gemerkt, wie der mich direkt beleidigt hat und so. Ich habe nichts gesagt. Wo ist Uncle Dauer? Und wen habt ihr als Vorbild, der uns beleidigt? Guck mal, was für ein Abo. Ekelhaft. Die sind vom Teufel, sind die gelenkt. Was habt ihr für eine Gesinnung? Das sind teuflische Wesen. Der Teufel hat da richtig sein Spiel komplett durchspielen können. Guck mal, Menschen wie Alimor sind ja noch gebildet. Die sind ja noch wenigstens nicht so wie die, Mann. Wie kann man denn das N-Wort sagen, mehrfach? Man wird darauf hingewiesen. Abu Dreck, Adler Dreck, ihr seid alle Dreck und euer Gott frisst Scheiße. Und mit was kommt ihr denn hier dann? Ihr küsst Steine. Soll ich jetzt anfangen, niveaulos zu werden? Soll ich jetzt über Burak lachen? Soll ich jetzt über diese 1000 Kilometer lange Reise in einer Nacht lachen? Soll ich nicht mit sowas anfangen? Adlerblick, schau mal, wenn die Leute, wirklich Muslime, wenn sie den Koran ein bisschen verstanden hätten, und hoffentlich hören die mir zu, wenn die ein bisschen den Koran verstanden hätten, verstanden, nicht gelesen, verstanden hätten, würden die mal alle die Hadithe weglassen und sich auf Koran konzentrieren, und dann könnten sie auch anständig debattieren. Dass der Koran nicht so einfach ist, wissen wir alle, aber als Araber würde ich mal erst das Buch in die Hand nehmen, was auch unser Prophet in die Hand genommen hat, und nicht irgendwelche Zeugs. Das ist, da fängt das an. Warum du bist die perfekte dritte Partei hier gerade. Hast du, von wem ging die Aggression gerade aus? Ich könnte gar nicht so aggressiv werden. Guck mal, selbst wenn ihr mich ab und zu auch aus Spaß irgendwelche jetzt Gandalf sagt, und nein, das ist ja keine Beleidigung, ja. Das gehört dazu. Man muss auch ein bisschen lachen. Egal, ob man diskutiert, du glaubst das, ich glaube dies, aber trotzdem kann man lachen und sitzen und fertig. Solange du mich nicht so hart beleidigst, ja, ernst mein,
ernst gemeint beleidigt. Ist doch alles schön. Man muss doch lachen können, zusammen sitzen können. Wir leben in einer Welt, wo jeder an ein anderes Glauben hat. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir uns alle gegenseitig töten oder was? Ja, wenn es nach denen gehen würde, dann wäre hier schon lange ein Dschihad, schon lange. Schon pass lange. Auf, pass auf, passt auf jetzt, ich, passt auf, wenn, Leute. Wenn, wartet du, mal kurz, wartet Adlerblick. Mal kurz. Wartet mal kurz. Jetzt. Wer hat dich jetzt erschaffen? Gott. Wer hat nein, nein, dich erschaffen? Leute, Gott, ihr wart alle Zeuge, wir gucken jetzt. Fertig aus. Wir gucken jetzt, warum sein Dämon in sich so ausgerastet ist. Ja? Und er kann nicht stoppen, was wir zeigen wollten. Und zwar, guck alle. Abu Ayman, wo ist der hin, der Löwe? Kurz gebrüllt und abgehauen. Ist doch eher ein Hund, oder? Wuff, 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 wuff. Pass nein, auf. Das ist katastrophal, was Sie da gesagt haben. Hier haben wir die Antwort, warum er so ein Verhalten hat. Nein, Onkel Dauer, tut mir leid, Mann. Ne, Mohammed sagte, guck mal, wie von Anas überliefert, dass der Gesandte von Allah sagte, du solltest auf deinen Herrscher hören und ihm gehorchen. Selbst wenn er ein äthiopischer, schwarzer Sklave war. Was hat Kopf der vorhin gesagt, der Onkel Dauer von Bukhari nehmen die ihm alles, ne, hat der gesagt? Mohammed sagte, dass Satan wie ein Schwarzer aussah. Ich hörte den Apostel sagen, wer Satan sehen will, sollte auf Naptal schauen. Er war ein schwarzer Mann mit langen, wallenden Haaren. Das ist richtig. Und diese ganzen Haarpunkte hier reinschreiben. Der Gesandte Allahs sagte, Allah erschuf Adam, als er ihn erschaffen musste. Und er schlug auf seine rechte Schulter und von ihnen gingen weiße Nachkommen aus, als wären sie weiße Ameisen. Er schlug auf seine linke Schulter halt so aus, und von dort ging in die schwarzen Sprüche. Was hat mit Rassismus zu tun, hat einen schwarzen Rosinenkopf zu nennen, das kannst du dir hoffentlich denken. Geh bitte, mach das mal bei irgendeinem schwarzen Bruder hier, die hauen dir alle deine Zähne raus, Mann. Pass auf, im Koran 39,60. Oh, am Tag der Auferstehung wirst du diejenigen sehen, die gegen Allah gelogen haben. Ihre Gesichter sollen geschwärzt werden. Gibt es nicht in der Hölle eine Bleibe für die Stolzen? Warum hasst Allah Schwarze? Warum sagt er, dass der schwarze Hund ein Teufel ist? Warum hasst er den äthiopischen Kopf? Hier. Der äthiopische Sklave ist ein schwarzer Sklave, dessen Kopf wie eine Rosine aussieht. Ich komme nicht klar. Die regt mich auf. Gut, aus der Bibel lesen. 1. Petrus 5,8 schreibt hier eine Schwester die ganze Zeit rein, dass das jetzt gerade gut wäre für uns. Hast du die Bibel da, Harut? Was wollen wir denn? Da unten schreibt jemand, Hadithe erklären den Koran. Soll mir jemand einen einzigen Hadith zeigen, der wo den Koran erklärt? Einen, nur einen. Soll er mir zeigen? Es gibt sowas gar nicht. Sowas gibt es nicht. Harut, ich habe dir gesagt, nimm den nicht hoch. Das war ja von Anfang an klar. Ich wollte eigentlich schon mit dem reden, aber das ging mir... Zickzack. Leute, schaut mal, guck mal. Und zwar, was ich gerade vorgelesen habe, guck mal. At-Tirmidhi sagt für diesen Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, Nummer 38, der Gesandte Allah sagte, Allah erschuf Adam, als er ihn erschaffen musste. Und er schlug auf seine rechte Schulter und von ihr gingen weiße Nachkommen aus, als wären sie weiße Ameisen. Er schlug auf seine Schulter und von dort strömten die schwarzen Sprösslinge aus, als wären sie Holzkohle. Dann sagte er zu denen, die ausgesandt worden waren, von rechts, also die Schwarzen, denn das Paradies und ich haben nichts dagegen. Entschuldigung, zu den Weißen. Zu den Schwarzen, dann sagte er von seiner linken Schulter zu denen, die ausgesandt worden sind, für die Schwarzen, ne? Sie sind für die Hölle und es macht mir nichts aus. Harut, wieso kann ich da nicht schreiben? Ich wollte jemand gerade antworten, aber ich konnte nicht schreiben. Bin ich da stumm? Leute, das ist der Wahnsinn. Leute, ich erkläre euch jetzt mal, warum ich überhaupt heute... Guck mal, es hat Onkel Dauer eine... der ist gar nicht mehr da. Ja, der ist auch abgehauen. Ist ja klar. Passt mal auf. Das Thema heute war, warum er hochkommen wollte. Wir wollten erstmal darüber sprechen, über den Hadith. Warum Muhammad in dem Hadith Sunan Abi Dawud 4449 die Hand auf die Tora gelegt hat. Und dieser Hadith ist Hassan. Und er bringt irgendeine Erklärung von irgendjemandem, ja, und sagt, das ist eigentlich, die Geschichte ist daif. Mohammed hat selber die Hand auf die Tora gelegt. Das zweite Thema wäre gewesen, die Entstehung der Erde aus Sicht des Korans. Und zwar, passt jetzt auf, er ist nicht mehr da.
aber wir zeigen euch gerne, was Allah uns sagen will, in wie vielen Tagen die Erde geschaffen worden ist. Und wie ist denn ausgegangen? Wie ist denn das alles ausgegangen gerade? Das war ja Boxkampf. Ja, was anderes könnt ihr auch nicht. Wir kämpfen mit geistlichen Worten. Wir versuchen dagegen anzugehen. Ich bin immer noch sehr emotional bei sowas. Ich würde jemanden auf die Fresse hauen, wenn er mir mit sowas kommt, wenn er vor mir stehen würde. Ich sage das ganz ehrlich. Leute, ich kann nicht wie ein Harut sein und das in mich behalten, aber das ist heftig. Pass auf. Ich auch nicht. Ich kann mich schon wehren. Pass auf. Sura 41, Vers 11. Hierauf wandte er sich zu dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm, zur Erde, kommt beide her. Freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. So führte er als sieben Himmel in zwei Tagen aus und gab jedem Himmel seine Aufgabe ein. Und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und auch als Schulz. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Wenn sie sich also abwenden, dann sage, ich warne euch vor einem Donnerschlag, gleich dem Donnerschlag der Ard und der Thamud. Ja? So. Die Verse 9 bis 11 wollt ihr denn wirklich diejenigen verleugnen, der die Erde in zwei Tagen geschaffen hat? Die Erde in zwei Tagen? Dann in 10, er hat an ihr festgegründete Berge gemacht und hat sie gesegnet und in die Nahrung im rechten Maß in 4 Tagen festgelegt. Also die Erde in 2 Tagen. Dann alles, was auf der Erde ist, hat er in 4 Tagen gemacht. Ja? Sind 6 Tage. Und danach hat er in 2 Tagen den Rest gemacht. Die 7, so führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus. Also dann hat er den Himmel eine Aufgabe gegeben. 2, 4 und 2 sind 8 Tage. Jetzt gehen wir in Sure 25. Ab Vers 59. Echt du? Der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in 6 Tagen erschuf. Also, wir haben in Sure 41, 9 bis 12 gelesen, dass Allah in 8 Tagen die Erde geschaffen hat. Und in Sure 25, 59 steht in 6 Tagen. Und jetzt wird's noch schlimmer, liebe Leute. Passt auf, wir gehen jetzt in den Hadith von Al-Bukhari rein. Schande auf jeden Fall, Mann. Schande auf solche Menschen. Schande auf jeglicher solche Denkweisen auf dieser Welt. Schande auf alle, die uns versuchen zu spalten mit ihrem Glauben und mit ihren bestimmten Sachen. Guck mal jetzt, Entschuldigung, ich sei Al-Bukhari, sei Muslim. Guck mal, in Sure 41 hat Allah 8 Tage gebraucht. In Sure 25 6 Tage. Guck mal, was Imam Muslim sagt in Sahih 2789. Allah hat Erde geschaffen am Samstag. Samstag hat das angefangen. Die Erde am Samstag hat die Berge gemacht am Sonntag, die Bäume gemacht am Montag und alles andere, was da drinnen ist, am Dienstag, Licht am Mittwoch, Tiere am Donnerstag und den Mensch am Freitag. Und jetzt zählen wir die Tage. Samstag 1, Sonntag 2, Montag 3, Dienstag 4, Mittwoch 5, Donnerstag 6, Freitag 7. Also einmal an 8 Tagen, Sure 41, einmal in 6 Tagen, Sure 25. Und dieser schlaue Mann hier, sei Muslim,
beweis uns jetzt, dass Mohammed überhaupt gar keine Ahnung hatte, weder Allah noch Mohammed, in 7 Tagen. Deswegen kam er rein. Deswegen kam der böse Geist rein. Deswegen kam er rein, weil er wusste, guck mal, Satan ist ja nicht dumm. Er wusste, was wir heute zeigen werden. Amen. Deswegen kam er rein. Die Bibel sagt, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe kommt und versucht, Menschen zu verschlingen. Das ist unmöglich. Das kann man nicht übersetzen. Kannst du überhaupt Arabisch, um das zu verstehen? Sag mal, jetzt die Überlieferungskette, irgendwas an der Al-Azhar-Universität, da hat dem Professor sein Schienbein gejuckt, deswegen ist das runtergefallen. Und das sind solche Heuchler, sind das Munafikun, so habe ich ihn ja vorhin genannt. Der ist ja auch ein richtiger Munafik, der Handi. Der hat zwar Ahnung, ja, aber der ist Munafik, der lehnt das ab, der kennt diese Schriften und trotzdem versteht er die göttliche Botschaft dahinter nicht. Das ist ein großes Problem. Ich habe ganz kurz eine Frage. Und zwar, ich habe das meiste, weil da war sehr, sehr viel durcheinander. Kannst du mal bitte die ganzen Sachen, die wo du vorhin als Beweise gebracht hast, da war volles Durcheinander, man hat nichts gesehen. Kannst du mal die nochmal bitte durchgehen und bitte in Ruhe, so dass man dich auch hören kann, so dass man dich auch vielleicht aussprechen okay. lassen kann? Weil ich fand das schon sehr, sehr zerstörerisch. Das war sehr, sehr krass, wirklich. Ich gehe nochmal raus, ich will das mir mal in Ruhe anhören. Nee, bleib drin. Bleib drin. Ich würde mir gerne in Ruhe anhören, weißt du? Okay. Edexis, was sagst du dazu, bevor wir das lesen, dass Allah überhaupt gar keine Ahnung hatte und Mohammed auch nicht? Und sei Harut, diese Sachen, die du alles gezeigt hast, diese Sachen, was du gezeigt hast, diesen Hadithen und so weiter, ne? Die sind alles aus dem Kontext gerissen und schon längst widerlegt. Ich kenne das alles schon, ja. Und laut Bibel war Jesus ein Satan, laut Bibel war Jesus Satan. Schon wieder und, Bibel. Meine können laut Bibel 55 Kilometer springen. Das ist ein klarer Fehler. Guck mal, sei mal erstmal ruhig, ich rede nicht so viel über die Bibel. Nichts wurde widerlegt, Allah hat sich selber widerlegt. In Sure 41 sagt er in 8 Tagen, in Sure 25 in 6 Tagen und Sahih Muslim sagt 7 Tage. Ja, du hast nur ein Vers gelesen, aber nicht den Kontext betrachtet. Ja, da müsstest du verstehen, dass ich kein Widerspruch. Ich habe 3 Stellen zitiert, 2 aus dem Koran, die sich widersprechen. Ich kann dir über 100 Widersprüche in der Bibel zeigen. In der Bibel gibt es über 100 Widersprüche. Die Erde erklärt in 7 Tagen, 6 Tage Schöpfung. Die Erde laut Bibel ist flach und viereckig. Und Gott hat Gebot am 7. Tag. Es gibt keinen Widerspruch in der Schöpfungsgeschichte. Und der Koran sagt, über wenn dieses Buch von Allah ist, wenn dieses Buch von Gott ist, werdet ihr keine Widersprüche finden. Sure 4, Vers 82. Raus mit dir, du Kind. Ich weiß ganz genau, dass du was anderes sagen willst. Ich kann ganz absolut verstehen. Ich wollte auch gerade kurz rausgehen, weil ich so viel Hass in mir jetzt gerade so habe, was sie sich hier angestaut haben, was sie sich für ein Recht rausnehmen, für einen Hack, dass sie hier mit so Sachen kommen. Die sollen sich mal schämen, alle. Ehrlich, schämt euch. Guck mal, in Sure 4, Vers 82 steht ganz klar geschrieben, wenn dieses Buch halt von Allah ist, also von dem Schöpfer ist, also wenn es nicht von Gott ist, werdet ihr wahrlich viele Widersprüche finden. Und er kann noch nicht mal zählen. Und er sagt, die wurden schon längst widerlegt. Ja, von dir wurden sie widerlegt. Du bist der Beweis, dass diese Widerlegung stimmt. Du kannst selber nicht zählen, ja. Sheikh Edelfix. Abu al-Wissend al-Azhar. Richtig. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Und guck mal, wie diese zwei und wie die zwei reinkamen. Und er wollte eigentlich nur debattieren. Dann kam Hamdi rein, hat den Abu Khanjar als Heuchler bezeichnet, hat ihn aufs Übelste beleidigt. Ja. Dreck. Ja. Die ganze Zeit, halt den Mund. Junge, wer bist du denn, Hamdi? Wer bist du denn? Das war... Ist das, also, das ist unfassbar, ist das. Und das passiert, das ist jetzt schon zum zweiten Mal auf meinem Stream passiert und ich gebe ihm keine Bühne. Glaubt das nicht, dass ich ihm Bühne gebe. Ihr habt doch alle gesehen, wie sein Verhalten ist. Weil auf anderen Streams redet er ruhig. Und er redet von Paulus-Taktik. Wenn du das siehst. Selber,
Du machst doch selber die schlimmste Taktik, die es gibt. Einen, er verändert sich vor der Kamera, wenn es um seine eigenen Leute geht. Und sobald man dann halt eben ein bisschen stichelt und sobald man dann halt auch auf seinen eigenen Text, wir haben ja nicht immer gestichelt, wir haben ja einfach nur ganz normal geredet. Und dann halt eben hat er dann direkt angefangen, ne, mit seinem innerlichen Denken. So, ich würde niemals in meinem Leben das N-Wort sagen, wenn ich das nicht in irgendeinem Kontext so unter Kollegen, mal vielleicht nebenbei in einem Rap-Song oder so, ne, das ist ja was ganz anderes, wie was er hier gesagt hat. Das ist ja unfassbar. Die schämen sollen die sich alle. Die sollen sich echt alle schämen. Mein Gott, echt. Und es ist nicht normal, was die da machen, echt. Das ist unfassbar, ist sowas. Das ist echt. Pass auf. Echt. Die ganzen schwarzen Brüder von denen, wie können die denn dann noch hinter so jemanden stehen? Atabik, das ist krass. Guck mal, liest du noch mal bitte vor. Mohammed sagte, dass Satan wie ein Schwarzer aussah. Ishaq 243. Ich hörte den Apostel sagen, wer Satan sehen will, soll auf Naphtal schauen. Er war ein schwarzer Mann mit langwallenden Haaren, entzündeten Augen und dunkelroten Wangen. Allah sandte in Bezug auf ihn herab. Für diejenigen, die den Propheten verärgern, gibt es ein schmerzhaftes Schicksal. Sure 9, Vers 61. Gabriel kam zu Mohammed und sagte, wenn ein Schwarzer zu dir kommt, ist sein Herz gröber als das eines Esels oder grober. Ja. Katastrophal ist das, was da drin steht. Das sind... Mohammed sagte, wie von ibn Anas ibn Malik überlieferte, Allahs Apostel, du solltest auf deinen Herrscher hören und ihm gehorchen, selbst wenn er ein äthiopischer schwarzer Sklave war, dessen Kopf wie eine Rosine aussieht. Ey, das ist so krank, ne? At-Tirmidhi Hadith 38, überliefert von Abu Darda, der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sagte, Allah erschuf Adam, als er ihn erschaffen musste, und er schlug auf seine rechte Schulter und von ihr gingen weiße Nachkommen aus. Hä? Als wären sie weiße Ameisen. Er schlug auf seine linke Schulter und von dort strömten die schwarzen Sprösslinge aus, als wären sie Holzkohle. Dann sagte er zu denen, die ausgesandt worden waren, von rechts, Schulter in Klammern, denn das Paradies und ich haben nichts dagegen. Dann sagte er von seiner linken Schulter zu denen, die ausgesandt waren, sie sind für die Hölle und es macht mir nichts aus. Mohammed sagte, ja, okay, das hatten wir schon, das haben wir auch. Die Erklärung dafür ist, dass die aus der linken Schulter rauskommen, sind die schwarzen Sprösslinge, und die aus der linken Schulter, das Urteil für die ist, von der linken Schulter zu denen, sie sind für die Hölle. Obwohl Äthiopien den Muslimen damals Zuflucht gegeben hat. Wäre Äthiopien nicht gewesen, dann wäre Mohammed schon lange einen Kopf kürzer gemacht worden. Adlerblick, ich habe doch, vorher gesagt zum Onkel Dawa, hey, was hier auf der Erde verboten ist, kann nicht im Himmel erlaubt sein, das geht nicht. Dann hat er doch gesagt, ja, damit wir heiraten sie ja. Aber darfst du hier auf dieser Erde 72 Frauen heiraten? Nein. Ja, wenn es dahin gehen würde, bestimmt. Also du kannst ja 4 Frauen nehmen und dann nimmst du halt 68 als Sexsklavin. Das ist ja okay. Das darfst du ja nicht. Das ist ja das, ja, für sie ist es okay. Ja, ja, das ist ja das, was ich ihm sagen wollte, weißt? Und dann war wieder alles durcheinander. Ich wollte mit ihm schon reden. Ich hätte ihn runtergebracht, ich weiß es. Weil diese Sachen, was die über Hadithe, Da kriege ich die runter, ich weiß es. Ich muss mal mit dir aber auch reden. Im Koran, guck mal, in Sure 39, Ayah 60. Und am Tag der Auferstehung wirst du diejenigen sehen, die gegen Allah gelogen haben. Ihre Gesichter sollen geschwärzt werden. Und die lügen gerade. Gibt es nicht in der Hölle eine Bleibe für die Stolzen? Immer gegen Schwarze. Geschwärzt werden. Ich weiß nicht, was bei mir steht, aber ich glaube, im Koran steht nichts über Farbe und so. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht gelesen, ich könnte mal mein Buch aufmachen, aber trotz all dem, egal wie das jetzt übersetzt worden ist, keinem gibt es Recht, irgendwelche Leute rassistisch zu beleidigen, das geht nicht. Null, nichts auf dieser Welt. Egal wie das übersetzt worden ist und vor allem... Sunan ibn Majah. Also, Sunan ibn Majah, 3210 ist auch Sahih. Und daran glauben die auch, und das bestätigt ja nochmal alles. Es wird zitiert von Abu Dar, der sagte, ich fragte den Messenger of Allah about the all black dog, das heißt die ganz schwarzen Hunde. Und er sagte, die schwarzen Hunde sind der Teufel. Audubillah. Ja. Wenn ich kann dir jetzt im Koran zeigen, was der Koran über Hunde oder über Tiere sagt. Es geht das Gegenteil.
Das ist ja eine Gruppe. Das sind ja in Gruppen, die Religion in Gruppen zerteilt. Ob es Schiiten sind, Sunniten. Schau mal, zum Beispiel im Koran 6, 159, was da drin steht über solche Leute. Über genau diese Schiiten, Sunniten. Schau, dann siehst du. Wenn du das aufmachst, siehst du, was da drin steht. Über Gruppen, also Zerbrechen. Ja, da siehst du, was da steht. Diejenigen, die ihre okay. Religion in Stücke und Gruppen zerbrechen, mit denen hast du nichts zu tun. Haben die denn diesen Vers nie gelesen? Haben ich muss mich jetzt auch kurz zurückziehen, weil ich muss jetzt erstmal was essen. Da sagt einer, das sind Schia-Quellen. Hey, das ist doch eindeutig. Da braucht man das sind keine zweideutige Sachen. Was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, Harut, bitte, du machst ja oft solche Sachen. Dann sag doch bitte nicht Muslime. Bitte, bitte, wenn es geht, sag doch, die Sunniten glauben daran. Aber das ist doch Koran. Aber nein, das ist nicht Koran. Hadithe sind nicht Koran, das sind Sunniten. Dann, ja, aber es steht auch genauso viel wirres Zeug im Koran. Halt, im Koran steht nicht wirres Zeug, wenn du den verstehst. Wenn du den nicht verstehst. Ich bin raus, sagt ihr erstmal. Bis nachher eventuell. Gottes Segen, Schlummer, heftig auf jeden Fall. Falls irgendjemand eine Aufnahme hat, bitte schickt mir das. Ey, das möchte ich mir nochmal anhören, um so zu reflektieren. Von wem ging jetzt diese erste Gewalt aus? Ne? Das ist ja heftig. Ja, wer hat man das gesehen? Das ist der Wahnsinn. Ich fand es ziemlich krank. Vor allem auch das mit den Dingen. Von den 70, dass die zwei, von den 70 Stück, diesen Hadith, ich habe das bei Christian Prince schon mal gesehen gehabt. Aus der Hölle. Von den 72 Huris, dass 70 Stück eine Ausgeburt der Hölle sind. Was heißt Huris? Huris sind doch diese Dinge, gleichbrüstigen Geschöpfe, die weder von Jinn noch Mensch berührt worden sind. Übersetzt auf Arabisch. Im Tafsir steht, dass das großbusige Frauen sind, auch mit großen Augen. Ja, und die werden auch beschrieben, dass sie ganz weiße Haut haben, sehr helle Haut. Genau. Ibn Abbas sagt, dass sie ein Alter von 33 haben, weil die Männer im Paradies auch 33 sind. Und dass sie in Zelten warten, geschmückt auf Sofas mit Brokaten, so ein Zeugs. Es gibt, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 70 Stück sind von der Hölle. Die werden nur für Sexzwecken aus der Hölle hoch ins Paradies geholt, Mann. Ja, also ganz ehrlich, wer da nicht ins Denken kommt, also ganz ehrlich, denk doch da mal nach. Was ist das? Allah könnte ja genauso gut auf der Reeperbahn arbeiten. Was ist das? Und dann gibt es ja noch schlimmere Hadithe. Habe ich einmal bei Christian Prince gesehen, der ist auch richtig übel. Das ist im Paradies, im islamischen Paradies, gibt es sowas wie einen Markt, wo Fotos hängen von Frauen. Und du bist so in dem Markt drin, du läufst dort rum und schaust dir dieses Bild an. Und wenn dir das Bild gefällt, dann kannst du in das Bild reingehen und mit dieser Frau in dem Bild Sex haben. Was sind das für Hadithe? Das musst du wirklich Sunniten fragen. Ich habe keine Ahnung von den Hadithen. Ich lerne es von einem Professor, der seit 50 Jahren, der ist auch auf der Universität, Professor, der sagt mir was anderes. Guck mal, es gibt auch einen Hadith, den würde ich euch gerne zeigen. Und zwar folgendermaßen. Warte, Bruder, ich muss dazu ganz kurz von einem anderen Telefon rein. Ich komme sofort gleich nochmal rein, bitte, okay? Weil das ist auf diesem Handy. Warte ganz kurz. Onkel Dawa ist live und möchte. Weißt du, ich muss mal zu denen in die Streams rein. Ich will mal wissen, was die da sagen. Wie lange ich oben bleiben kann. Das ist nicht normal.
Vor allen Dingen, er kommt rein und sagt erstmal zu Abu Khanjar, du hast ja diese Frage gestellt, dann hat Abu Khanjar was gesagt und er hat die ganze Zeit auf Abu Khanjar geschossen und sagt, ich rede nicht mit dir, du Heuchler, ich rede mit Bruder Harut. So, Janne, von wegen so, er hat doch nur eine Frage und eine Aussage gestellt. Wir nennen sogar Quellen. Wir nennen Hadithe. Und er kam und ist explodiert, hat beleidigt. Und so. Gestern war das genauso. Warst du dabei? Ich war ein bisschen, aber wenn das mir zu viel wird, dann gehe ich immer raus. Weißt du, das war mir zu viel. Schau mal, Harut, ich wünschte, wir kommen alle ins Paradies. Ja, das wünschte ich mir, dass wir alle Brüder und Schwestern werden im Jenseits. Ja, aber wenn ich heute überlege, so bei solche Sachen, das ist für mich keine Religion mehr. Das ist ja schon, das ist außerhalb meines Religions, was ich lerne gerade. Ja, das ist wirklich alles außerhalb meines Religions. Wenn mich jemand beleidigen lässt, passt mir nicht, dann gehe ich einfach raus. Solange ich mit ihm normal debattieren kann, mache ich das. Wenn ich nicht, das ist für mich nicht mehr Religion. Keine Religion erlaubt, andere zu beleidigen. Egal welche Farbe, egal welche Religion er hat. Jeder glaubt an Gott, versucht, das, ich sag mal, das Richtige zu, dem Richtigen zu folgen. Und dann ist es doch gut. Man kann debattieren. Guck mal, da ist bei dir im Buch sowas, bei mir im Buch ist sowas, ja, was ich nicht verstehe. Du verstehst dies. Das ist alles okay. Aber im Endeffekt sollte man alle gute Nacht sagen und oder schönen Tag noch sagen und gehen. Guck mal, und das passt halt nie. Egal von welcher Seite, weißt. Aber Leute, schaut mal, guck mal. Das ist ja wie, als der eine Bruder gestern gesagt hat. Schau mal, guck mal. Der eine Bruder gestern hat gesagt, ja, dass er als erstes gefragt hat, wer kommt zur Debatte, und er hat Nein gesagt. Hm. Ja? Und guck mal hier. Guck mal hier, die sind beide abgehauen. Die waren ja hier eingeladen. Ja. Und der macht jetzt einen Stream. Er macht jetzt einen eigenen Stream und schreibt: Harut, komm, wenn du ein Mann bist. Ich war doch hier. Wer ist denn abgehauen? Ja, ich gehe gerne zu dem rein, aber ich weiß nicht, ob er mich hochnimmt. Nein. Aber schau mal, er schreibt: Komm, weiß, wenn du ein Mann bist. Ich war doch hier. Ich weiß, ich sehe es. Also, ich wäre jetzt wieder da. Aber wie gesagt, das ist alles außerhalb der Religionen. Egal welche Religion du glaubst, du Heuchler, du Mann, du bist, die schmeißen den aus dem. Also ich weiß nicht, warum man nicht normal reden kann miteinander. Ich verstehe das. Das ist immer: Komm, wenn du ein Mann bist. Komm, wenn du ein Mann bist. So dieses das ist so lächerlich. Und ich mag sowieso nicht, wenn einer da schreibt: Du bist der Löwe. Ich bin doch kein Tier. Ich bin ein Mensch. Was soll das? Weißt, wenn du ein Mann bist, komm, wenn du ein Mann bist, komm. Wir sind alles Männer, denke ich mal. Als ob du so vor der Diskothek stehst und dich schlägern möchtest. Was hat das mit Religion zu tun? Gar nichts. Da merkst du, das hat gar nichts mit Religion zu tun. Das sind alles Sachen. Da merkst du einfach mit Einschüchterungsmethoden, mehr ist es nicht. Das ist einfach nur. Ich will das nicht mal weiter. Ich will gar nicht weiter auf sowas. Das ist außerhalb Sonst verliere ich Wörter aus meinem Mund, die echt nicht mehr schön sind. Alimor, bei dir würde ich mir wünschen, wirklich, dass du für die Muslime sprechen könntest. Das würde ich mir wünschen. Leider ist das aber nicht der Fall. Bruder. Leider ist das aber nicht. Alimor, bitte. Ah, okay. Ich würde mir wünschen, dass du für die Muslime sprechen könntest. Weil du bist wirklich ein. Ich merke es auch an deinem Herzen. Du bist ein gewaltloser Mensch. Du bist ein guter Mensch. Man merkt es auch, ich merke es daran, weil du diese ganzen Sachen verleugnest, die du aber eigentlich nicht verleugnen darfst. Daran merke ich, dass irgendwo in deinem Herzen, ich merke daran, dass irgendwo in deinem Herzen ein Fleck ist, der wo das nicht akzeptieren kann. Warum nicht? Daran merkst du, bei dir ist Hoffnung noch da. Bei dir ist die Hoffnung nicht verloren. Und ich würde gerne jetzt noch ganz kurz dieses eine Ding zeigen, weil ich habe extra deswegen das Telefon jetzt gewechselt. Kein Problem. Guck mal, warte, bevor du weiterredest. Der ist im Herzen ein Christ, genau. Der liebe Kommentar von 555 Marexi schreibt: Harut, du hast viel Daif-Hadith gezeigt. Und es war dieser Hadith. Wo ist denn der Daif? Bist du blind?
Bist du blind? Marexi, bist du blind? Es ist wirklich immer das Gleiche. Ganz ehrlich. Guck mal, ich meine das nicht. Es ging um diesen Hadith. Ich verstehe nicht, wie man sich, wenn man sowas sagt, Harut, schämen Bruder. Kann. Bruder, darf ich ganz kurz was sagen, Sheikh? Bruder. Gerne. Ja, komm, danach zeige ich den Hadith und ganz kurz, dann will ich auch offline gehen. Okay. Schau mal, der Bukhari angeblich, bei dem alles stimmt. Hassan heißt nicht authentisch, sagt er. Schau mal, Bukhari angeblich nach Koran, dem, was man glauben soll. Der hat 595.000 Hadithe abgelehnt, hat nur 5.000 Glaub genommen. Er ist ein guter. Ich, wenn ich sage, ich lehne die 5.000 auch ab, bin ich ein schlechter Muslim. Voll perfekt passt es in den Kram rein. Das passt gar nicht perfekt. Für die schon, guck mal. Und das nächste ist, kein einziger, weder Bukhari, der heißt nicht mal Bukhari, der Mann ist aus Bukhari, Bukhara oder so, aus der Stadt. Ja, wir wissen es, wie kein, bei Al-Albani, dass er Albaner ist. Ja, guck mal. Aber kein einziger davon ist ein Araber, komischerweise. Kein einziger. Die vier Kalifen haben keinen einzigen Hadith geschrieben. Die waren doch viel näher zum Propheten. Warum haben die nicht geschrieben? Weil sie nicht dürften. Und, ja. Und alles laut, danach. Aber gut, laut deiner, nach deiner Argumentation, was hat dann das osmanische Volk mit den Arabern zu tun? Nein. Ich rede ja nur von der Religion. Ich sag so. Ja, die sind doch auch im Namen der Religion losspaziert. Das osmanische Volk, die Türken. Nach welcher Religion? Nach Hinduismus? Sunnitische. Abi, hör auf bitte. Es sind doch alles Sunnitische. Sind die nach dem Koran gelaufen? Natürlich! Wenn du nach Koran laufst, dann hast du einen Fehler gemacht, weil die glaube ich nicht. Die sagen doch auch jetzt, meinst du der Hamdi oder der Ankel Dawa lehnt den Koran ab? Nein. Aber wenn du die Verse liest, Du hast gerade wirklich etwas sehr, sehr Schönes gesagt. Wenn man nach dem Koran läuft, hat man was falsch gemacht, hast du gesagt. Also auch ja, wenn du es unbewusst, auch wenn du es unbewusst gesagt hast, es war wirklich perfekt. Ich meine nicht so. Okay. Oh, Leute, Lass mich mal ganz kurz den Hadithen zeigen, weil ich nicht darauf bin. Ich möchte jetzt noch was sagen und dann, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, Feierabend für heute. Schaut mal. Das ist der Muslim-Schreck Nummer 1 auf der Welt zurzeit. Das ist der Bruder Ahmad Ex-Muslim. Streams mit uns machen wird. Allerdings ist es ein bisschen schwer zu gestalten. Sag mal seinen Namen. Ahmad Ex-Muslim auf TikTok, ne? Ja, ich bin mit ihm in guten Kontakt. Das einzige Problem ist einfach nur, dass er in Kanada, Toronto lebt und die Uhrzeiten, wenn wir schlafen, sind die wach. Das ist das einzigste Problem. Irgendwie muss man das hinkriegen. Wir schlafen nie. Das bin auch da Audi, das bin ich. Alles über den Islam. Mein YouTube-Kanal könnt ihr gerne abonnieren. Schau mal, den Hadithen, wo er erklärt, da geht es jetzt darum. Yahya al-Dalbi, das ist ein Mann, dem zugesprochen wird, dass er mit Mohammed eine Liebesbeziehung hatte. Und in dem Hadithen geht es darum, dass Aisha zu Hause ist und Mohammed die Tür öffnet und Yahya al-Dalbi vor der Tür ist. Und Mohammed ist nackt. Er springt ihn an und küsst ihn. Und Aisha sagt, I swear by Allah, ich schwöre bei Allah, ich habe den Propheten nach diesem Tag nicht mehr nackt gesehen. Ich lasse es jetzt für euch abspielen. Warte. Hey. Ja. Mohammed heard, said he came to Medina. Ja. Mohammed take off his clothes, become naked. I know the story. When they came knock at the door. Yes. When they came knock at the door, Mohammed, he opened the door, naked. Yes. Opened the door for him, and he hugged him and kissed him. And Aisha swear by Allah. Aisha said, she said, I swear by Allah, I didn't show Prophet after that naked. What? Let me give you the hadith. This is explanation of Sahih. Habt ihr das gehört? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt zeigt er den Hadithen. Schaut. Bukhari,
from Fath al-Bari. Guck hier, warte ich mal ein bisschen zu. Explanation of Sahih. Naked. What? What? Let me give you the hadith. This is explanation of Sahih al-Bukhari from Fath al-Bari. Explanation of Sahih al-Bukhari, bro. Let me see. Okay. The book of the kitchen. This is the book name. Mach screenshot. Part 7. Kannst du Screenshot machen? Das war's auch schon. Also, was soll ich sagen? LGBTQ-Prophet. So sieht's aus. Okay, Alimo. Ja, willst bitte. Du noch was sagen? Danke, dass du da warst. Nein. Okay. Nein. Ich möchte mich auch verabschieden. Ich wünsche euch allen, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wie heißt der? Das ist Ahmed Ex-Muslim auf YouTube zu finden. Sehr, sehr belesener Junge. Er ist ein Hafiz. Er kennt den gesamten Koran auswendig. Und er hat alle, ich meine wirklich alle, 685 Bücher des Islams gelesen. Und er hat 23 Jahre lang in einer Moschee gelebt. Das ist Muslimschreck Nummer 1 auf der Welt. So Gott will, machen wir mit denen einige Streams. Aber wie gesagt, diese Uhrzeiten zwischen Kanada und Deutschland sind so hässlich. Aber das kriegen wir auf jeden Fall. Egal, ich kann perfekt Englisch. Was er sagt, übersetze ich dann. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Gottes Segen mit euch. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was heute passiert ist. Das ist ein Beispiel. Es ist jedes Mal so. Und es wird immer schlimmer. Wir brauchen endlich Veränderungen. Wir brauchen Leute, die wo wie Alimor sind und den Koran irgendwie so fabrizieren, dass er friedlich ist. Alimor Daye. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Aber inshallah, ich hoffe für dich wirklich, dass du irgendwann merkst, dass das wirklich das Falsche ist. Ich hoffe, dass wir alle ins Paradies kommen. Ich hoffe für dich, wirklich, ich bete für dich, dass du errettet wirst, weil ich merke, irgendwo in deinem Herzen ist ein Funken, der wo genau weiß, dass das nicht richtig ist. Deswegen verneinst du das auch alles. Das ist der einzigste Grund, warum du es verneinst. Vielleicht, weil ich den Koran anders verstehe wie die. Vielleicht auch. Genau deshalb. Da ist es nämlich. Mit dir, da ist Hopfen und Malz noch nicht verloren. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht, okay? Gute Nacht. Danke, dass du da warst. Alimo, danke, dass du da warst. Danke, dir auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Du auch. So, meine Lieben. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Kleinen Moment. Meine lieben Geschwister, ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes reichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Ihr habt gesehen, welche Quellen wir gezeigt haben. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Heute schon wieder. Lasst uns dieses Evangelium verbreiten, dass nur der Herr Jesus Christus, gutes Geräusch, dass nur der Herr Jesus Christus ewiges Leben schenken kann und will, und er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das haben wir heute bewiesen. Wir haben auch den Charakter gesehen von Menschen, die einem falschen Gott folgen. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch gute Nacht. Der Islam ist falsch. Mohammed ist kein Prophet. Allah ist nicht der Schöpfer von Himmel und Erde, sondern nur der Herr Jesus Christus kann euch ewiges Leben geben. Und wir sterben
für unseren Herrn Jesus Christus und töten nicht andere für den Glauben. Weil wir den Herrn Jesus Christus lieben von ganzem Herzen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen, meine Lieben. Und Gottesreichen Segen nochmal. Amen.